Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber wäre als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen. Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Strecken. Denn wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt, und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Haarnadelkurve. Ja, und damit recht herzlich willkommen bei BK Gaming Racing League. Taika für euch am Start. Hockenheim, Deutschland ist heute die Strecke. Und wir freuen uns, dass ihr wieder live dabei seid. Und wir gehen natürlich wieder gleich hier in die Interviews. Deshalb gebe ich ab an Slow Coach. Vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, heute ein bisschen spezielles Szenario, alles im Bann vom Coronavirus, aber trotzdem, dieses Rennen wird stattfinden. In Italien hat man hier und da Verzögerungen gehabt, aber es sind alle angekommen, hoffen wir. Und es wird gleich losgehen mit den Fragen an die Favoriten im Heimrennen, nämlich Mercedes. Pupti, du als Teamleader. Wie siehst du dich vorbereitet für heute? Man hat ja einige Erwartungen an das Rennen. Ja, vorbereitet würde ich sagen, sehr gut. Wir haben in den Trainings gut abgeschnitten. Kann eigentlich auch nicht klagen über die Einstellung unseres Autos. Wir haben viel daran gearbeitet. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Und bevor ich den Mund zu voll nehme, möchte ich einfach sagen, ich denke mal, wir werden heute doch vorne mit dabei fahren und denke gut abliefern. Super, da sind wir gespannt. Dasselbe gilt sicher für mich. Du hast zu Beginn weg im Training zu überzeugen gewusst, bist auch mit einigem Optimismus aus Australien zurückgekommen. Was sind deine Pläne für heute Abend? Also der Optimismus, der ist geblieben. Der hat sich auch, glaube ich, so ein bisschen im Training gezeigt. Die Zeiten haben für sich gesprochen, die Vorbereitung hat für sich gesprochen und ich will auf jeden Fall an meinen Erfolg in Australien anknüpfen. Super. Deine großen Herausforderer, die sitzen vermutlich unter anderem in Ferrari. Da ist Eclipse und Donny G. im Spiel. Eclipse, die Frage an dich, wie bist du für heute drauf? Ist Ferrari schnell in Hockenheim oder wird das doch eher ein Kampf für euch? Also wir hatten eine gute Trainingssession und wir hoffen eigentlich, dass wir da mitmachen können. Wir werden uns und haben uns auch gut vorbereitet und werden jetzt sehen, was im Rennen passiert. Ist natürlich auch abhängig vom Wetter, aber wir sind eigentlich guten Mutes. Donny G, das ist der heikle Punkt. Hockenheim ist bekannt für Änderungen und bei Schlechtwetter ist es extrem rutschig. Wie bist du auf veränderte Verhältnisse vorbereitet? Guten Abend zusammen und Slow. Jo, auf Regen. Wir hoffen auf Regen. Wir haben das Auto ein bisschen angepasst. Deswegen haben wir auf den trockenen nicht die Höchstgeschwindigkeit, die wir erreichen werden, theoretisch könnten, sagen wir mal. Und gegen die Mercedes werden wir sehen, ob wir da Land sehen, aber ich denke, es sollte reichen, um RS Motorsport in Schach zu halten. Ja, das ist doch ein Wort. Die anderen großen Herausforderer, die sitzen im Red Bull. Murph hat sich zwar nicht niedergeschlagen in den Resultaten unbedingt, aber man kann das so feststellen, der Red Bull ist schnell und Hockenheim bietet eigentlich alles, um hier vorne mitzuhalten. Was sind deine Prognosen? Wie gehst du das Ganze an? Moin erstmal. Ja, ich versuche natürlich jetzt nach den beiden Ausfällen den Wagen heute erstmal ins Ziel zu bringen. Vielleicht auch vorne ein bisschen mitzufahren, aber schnell auf dieser Strecke. Das wird sich zeigen. Also die Hauptsache ist, heute mal wieder endlich Punkte einzufahren und dem Team ein bisschen damit nach vorne zu bringen. Nicht sehr aggressive oder ambitiöse Ziele. Das Podium hast du nicht in Reichweite. Also
das Podium, das denke ich mal, wird heute schwer werden. Vielleicht mal schauen, wie gesagt, das ist nachher auch rennentscheidend. Das ist ein langes Rennen, kann viele Fehler passieren, vielleicht auch ein kleiner Wetterumschwung. Wir werden es sehen. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Dein Teamkollege Streiker, auch dasselbe gilt für dich. Du hast nicht unbedingt vorne mitgespielt hier im Training. Woran liegt das? Kannst du hier noch steigen? Ja, hallo erstmal. Wir haben das Auto, oder ich habe mein Auto auch ein bisschen auf Regensetup getrimmt. Wir hoffen natürlich auch auf Regen. Und für mich ist natürlich erstmal wichtig, wieder die Zielflagge zu sehen. Okay, erstaunlich viele Regenreifen in der Box. Mal sehen, ob die zum Einsatz kommen. Team RS, ihr seid, wenn nicht favorisiert, doch mindestens als Leader in Hockenheim. Smoke, die Frage an dich. Für welche Zeit ist hier die Pole zu haben? Ja, gute Frage. Natürlich erstmal die schnellste, aber ich gehe davon aus, und wir rechnen alle damit, dass irgendwo heute die 1.14 stehen wird. Wenn nicht sogar eine hohe 1.13, die streben wir selber an. Und wer hier auf Pole steht, hat natürlich auch ganz klare gute Karten. Ja gut, das ist genau die Frage. Man hat eine sehr breite Autobahn vor der Spitzkehre, nach der Spitzkehre. Die Mercedes, die sind alles andere als langsam. Ist das so wichtig, wo man startet? Da gibt es ja offensichtlich unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, ich denke schon, es wird in den Nadelkurven, da kann man uns sicherlich überholen, zum Ansetzen einladend. Aber ich glaube schon, dass wenn wir hier von Startreihe 1 starten können, dass wir das ganze Fahrerfeld kontrolliert wegfahren können. Super, sind wir gespannt, ob es reicht. Da bist du ja irgendwo angesprochen, Sandro. Die neue Nummer 2. Wirst du dir auch die erste Startreihe krallen oder ist das doch ein bisschen ein zu ambitiöses Ziel hier? Es wäre auf jeden Fall schön, auf dem Podium zu sein, aber ich denke, Mercedes, wenn die eine gute Runde hinlegen, habe ich da keine Chance, weil uns fehlt ein Mercedes. Frei fahren, dann ja. Locker auf eine 1.13, das versuche ich zu machen, aber werde ich wahrscheinlich nicht. Gut, du warst offensichtlich zu wenig euphorisch, dass die Hälfte vom Text ist nicht rübergekommen, aber 1.13 wirst du fahren, haben wir mitgekriegt. Dann viel Spaß und viel Glück dabei. Dann das neue Team im Feld mit Lixon am Start. Erstmal herzlich willkommen im Racing Point. Ihr seid ja definitiv sehr auffällig bemalt und man sieht auch von Weitem. Werdet ihr euren Wagen weit vorne aufs Podium stellen oder ist das doch hier in Hockenheim nicht eure Strecke? Ja, also wir hoffen natürlich, dass wir schön weit nach vorne kommen. Das Team hat starke Arbeit geleistet im Training. Wir geben unser Bestes. Das ist noch ein bisschen wenig konkret. Wo siehst du dich im Startfeld? Du hast ja gehört vom Smoke, vorne starten ist wichtig. Wirst du da dich in den ersten beiden Startreihen einreihen können? Das ist natürlich schwer, weil Mercedes stark ist. Wenn Ferrari sich auch gut anstellt, kann man nur um Platz 4 und Platz 5 kämpfen. Ja, man spürt einen Respekt vor Mercedes und Ferrari. Mal schauen, ob das dann sich so bewahrheitet. Vielen Dank für deine Einschätzungen an dieser Stelle. Bleiben uns noch die Alfa Romeos Musculus wieder genesen mit einem reparierten Auto. Es hat ja unglaubliche technische Schwierigkeiten gegeben in Australien, sehr ungewohnt und auch eine ziemliche Hektik nachher in Italien. Wie sind wir aufgestellt heute? Ja, ich denke, heute sind wir sehr gut aufgestellt. Das in Australien war natürlich ein Wochenende zum Vergessen. Aber da schauen wir nicht mehr zurück und ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt für heute. Wo wirst du dich aufreihen am Start? Ist das wichtig oder ist es dir eher egal?
Ja, das ist sehr wichtig, aber ich finde jetzt, es ist eher wichtig, dass man an einem Ort ist, wo man die erste Kurve überlebt. Ob das jetzt ganz vorne ist oder nicht, spielt fast weniger eine Rolle. Aber ja, die erste Kurve, die könnte brutal werden, ist eine schnelle Kurve. Wir haben heute ein Fahrerfeld so groß wie noch nie. Also das wird auf jeden Fall heikel werden. Eine andere hitzige Diskussion war ja zur Position der Garagenplätze. Je weiter hinten, desto besser, sagt man, weil man sich vor allem bei den häufigen Safety Cars die Gegner beobachten kann und im Reifenpoker dann noch kurzfristige Entscheidungen fällen. Ist es bei dir auch oben auf der Agenda oder machst du einfach, ziehst du dein Ding durch? Wir werden sicher flexibel sein müssen mit fast Safety-Car-Phasen gibt. Da kann man gut einmal ein Rennen gewinnen, wenn man da richtig reagiert. Von dem her, ja, das ist sicher etwas, was man während dem Rennen immer auf dem Radar behalten muss. Vielen Dank für deine Inputs an dieser Stelle. Ich selber sehe das sicher ähnlich. Hier mit einem fixen Plan an den Start zu gehen, das wird wohl nicht funktionieren, weil das Feld ist viel zu dicht beisammen. Es wird auch tief gestapelt und auf Zweckpessimismus gemacht. Ich glaube, wir erwarten alle ein extrem enges Rennen und deshalb auch wichtig, wie die Taktik da umgesetzt wird und greift oder auch nicht. Ja, mit diesen Einschätzungen geben wir gerne zurück an Tai. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, danke schön an der Stelle auch an Slowcoach für die Interviews. Interessante Einblicke an der Stelle und wir freuen uns auf jeden Fall auf Hockenheim und auf das Qualifying, das jetzt dann gleich starten wird. Wir sind dann gleich wieder für euch da. Euer Tai, BK Gaming Racing League. Und damit recht herzlich willkommen zurück bei BK Gaming Racing League hier aus Hockenheim in Qualifying. Wir sehen Slowcoach schon auf der Strecke. Er ist der Erste, der das Qualifying hier eröffnet auf den roten Reifen. Buddy und auch Marcel sind hier auch schon auf die Strecke raufgezogen. Dann haben wir tatsächlich auch Eclipse, der hier im Alfa Romeo dann auch nochmal sich unter Beweis stellen möchte. Die fahren jetzt gerade rein durch die Kurve 7 und 8 in die Mobile 1 Kurve, wo jetzt Source dann wieder in die Sachs-Kurve dann reingeht. Wir sind hier gut unterwegs, Slowcoach also mit der Outlap und Burdi Marcel hinten dran. Dann haben wir Eclipse und der Rest wartet noch drinnen. Smoke noch auf dem Gelben, so wie Sandro auch. Striker Dennis haben wir mit auch noch gelb aufgezogen. Murph und Lixon an der Stelle auch. Wir haben heute 15 Fahrer hier in der BK Gaming Racing League. Es geht also auf der Strecke eng zur Sache. Wir sind gespannt, was denn auch die Ergebnisse sein werden hier in Deutschland. Smoke ist heute der Favorit, aber auch Team Schweiz mit RS Motorsport in Konkurrenz stehend haben hier gute Chancen. Wir haben es gehört, die Mercedes sind hier auch sehr schnell. Deshalb heute auch Motorpower mit Favorit hier auf einen Podiumsplatz. Wir sehen jetzt dann erst einmal Slowcoach, der hier auf den roten Reifen die erste Zeit vergeben wird. Ist ja gut unterwegs und wir schauen mal, ob das am Ende dann auch für ihn langen wird, ob er dann am Ende auch hier auf Platz 1 stehen kann. Wir haben es schon gehört, dass es hier extrem wichtig ist, durch die Parabolika jetzt durch, ob man hier dann die Pole Position holt oder nicht. Da kann man auf jeden Fall viel im Rennen bestimmen. Burdi und Marcel dann auch noch unterwegs. Die kommen dann als nächstes hier in die Zeitnahme. Und Slowcoach kann uns eventuell hier dann schon in der Sachs-Kurve zeigen, ob er eine gute Zeit hier vorlegt. Es ist eine gefährliche Stelle hier, da muss man aufpassen, ist sehr rutschig. Kommt hier jetzt gut durch und zeigt uns, ist noch nicht in der Sachs-Kurve, Entschuldigung, da war jetzt in Kurve 6, 7 und 8 unterwegs. Jetzt kommt er auf die Sachs-Kurve zu, war ich gerade vom TV-Bild ein bisschen irritiert bei der Onboard-Kamera. Jetzt in der Sachs-Kurve, zieht da durch, kommt ins Stadion. Das ist hier tatsächlich eine sehr rutschige Angelegenheit. Da kommt jetzt diese Links-Rechts-Kombination, bevor man jetzt ins Stadion mit zwei engen rechten Kurven kommt. Da zieht er weit nach außen, hoffentlich zählt die Zeit für ihn auch. Mal sehen, 1.13 ist so eine Top-Zeit, die er fahren könnte. 1.15, 0.14 für ihn an der Stelle und wir springen zu Burdi. Neuer Fahrer hier in der BK Gaming Racing League, jetzt aber langsam unterwegs. Also die Runde wird ihm noch nicht den Vorteil bringen, den er sich erhofft. Wir haben dann Marcel noch hinten dran. Beide hier unterwegs im Renault. In Sektor 3 gibt es Probleme. Schauen wir mal, was da dann am Ende rauskommt. Burdi unterwegs, will natürlich heute in seinem Debüt zeigen, dass er auch im Renault gut zurechtkommt. Im Sektor 3 nochmal eine gelbe Flagge. Müssen die Jungs aufpassen. Burdi jetzt mit der ersten Zeit. 1.16 und wir haben dann Marcel mit einer 1.20, also eher langsamer wie sein Teamkollege.
Eclipse ist dann der nächste, der hier im Ferrari unterwegs ist, muskellos in seiner Outlap. Da habe ich vorhin falsch auf dem Radar geschaut. Eclipse also jetzt mit einer Zeit, der ist sehr langsam unterwegs, 1,30er Zeit. Dann schauen wir mal, was denn unser Striker hier präsentieren kann. Lixon eventuell sogar noch früher, der ist tatsächlich schon hier in Kurve 8 unterwegs. Kommt dann jetzt in die Mobile One Kurve vorne, in die enge, schnelle Rechtskurve, bevor es dann ins Stadion reingeht, auf die Sachskurve zu. Lixon damit im Moment gut unterwegs, was die Zeit angeht. Muss jetzt nur hier im letzten Teil nochmal ein bisschen Zeit rausholen. Zwei Rechtskurven liegen jetzt noch vor ihm, bevor es auf Stadtziel geht. Aber die Zeit sieht ganz gut aus. 1,15 könnte es werden. Schauen wir mal, was Lixon abliefert. 1,14, 1,15, 1,36. Dahinter haben wir dann tatsächlich die beiden Red Bull-Fahrer. Ganz angeführt von Striker, der hier dann seine Zeit abliefern wird. Mal sehen, was er dann liefern kann. Direkt gefolgt von Murph. Schauen wir mal Striker an. Es wird eine schlechtere Zeit. Ja, da springen wir gleich zu Murph. Mal sehen, was der von der Zeit auch. Eine 1,16 eher, 1,18 an der Stelle. Beide eher gleich unterwegs. Striker mit einer besseren Zeit. Wir gucken zum Musculus nochmal, der jetzt hier aufpassen muss. Da wird scharf gebremst vor ihm, der Renault vor ihm. Ist extrem langsam unterwegs. Das wird ihn auch Zeit kosten. Die Strecke ist heute extrem voll. Es versucht hier außen vorbeizuziehen. Schön gemacht, Musculus im Qualifying. Versucht hier ein bisschen was zu reißen, aber weiß jetzt auch schon, das ist jetzt nicht perfekt und ärgert sich da, weil er da aufgehalten wurde. Die Qualifying-Zeit wird also für ihn nichts werden. Schauen wir mal, wo dann jetzt der Nächste unterwegs ist. Lixon auf 2, der hat eine richtig gute Zeit abgeliefert. Sein Kollege Dennis, da gucken wir ganz kurz mal rein, was er dann abliefern kann hier im Racing Point. Vorne dran noch Sandro tatsächlich, aber der ist in der Outlap. Smoke ist auch draußen. Dennis bleiben wir jetzt tatsächlich. Smoke ist dann in seiner ersten Runde. Dennis mit einer 1,18. Gute Zeit für ihn. Schön rausgefahren. Smoke auf dem Weg. Der ist jetzt durch die Parabolica hier unterwegs. Der ist Zone in Hockenheim. Deutschland. Ja, Hockenheim ist eine schwierige Strecke. Man hat viele schnelle Parts, aber die Kurven im Stadion sind sehr rutschig. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, hier muss man stark reinbremsen, hier nach der Parabolica gibt es hier die 180-Grad-Kurve. Ja, holt hier weit aus, um dann durch Kurve 7 gut durchzukommen. Er ist Motorsport mit Smoke im Moment auf dem ersten Platz in der Meisterschaft, hat in Australien Slowcoach überholt. Und wir sind gespannt, es gab ja einige kritische Laute auch von außen. Was denn in Australien auch los war, viele Ausfälle bei einigen Teams, die unerwartet ausgefallen sind. Da gab es auch ein paar Berührungen, da wurden manche Entscheidungen in Frage gestellt, manche Überholmanöver. Aber heute wird alles neu geschrieben, das Blatt ist weiß und jeder schreibt seine eigene Geschichte. Smoke jetzt mit einer 1,16 wird ihm zufriedenstellen, hat die weißen Reifen erst einmal draufgezogen, um sie vielleicht ein bisschen anzufahren. Lixon jetzt nochmal mit einer Zeit, aber er ist 4 Sekunden hinten dran. In der Zwischenzeit Slowcoach auf 2, weil Musculus hier auf 1 gezogen ist. Schönes Ding von ihm. Jetzt schauen wir mal, wer noch draußen ist. Sandro von RS Motorsport scheint hier auch nochmal angreifen zu wollen. Smoke ist auch noch unterwegs. Der kann eventuell mit den harten Reifen nochmal ein bisschen pokern. Beide auf harten Reifen. Vielleicht ist es auch ein Fake. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Eventuell taktische Entscheidung, hier erstmal die harten anzufahren, dass sie im Rennen eventuell schon ein bisschen mehr Grip dann aufweisen sind, falls sie hier mit hart an den Start wollen. Ah, Mie ist auch noch unterwegs. Da kommt, glaube ich, gleich eine Zeit bei raus. Naja, das ist tatsächlich nicht der Fall. Mie noch langsam unterwegs. Deshalb werden wir wieder zu Sandro springen. Der hier gerade eine schöne Zeit hinlegt. In Sektor 1. Der hat hier tatsächlich eine 1,16,330 hingelegt. In Sektor 3. Und hat in seiner ersten Runde 1,16,330 hingelegt. Schauen wir nochmal zu Smoke. Der fährt aber in die Box. Sandro eventuell nicht. Und danach haben wir tatsächlich einen Racing Point Fahrer, eventuell Dennis an der Stelle. Ja, Sandro sehr langsam hier unterwegs. Schauen wir mal, was er jetzt für eine Zeit rausholen kann. Auch wieder eine 1,16. Mit den weißen Reifen ist er eben nicht mehr drin. Da müssen wir mal gucken. Lixon ist unterwegs. Der ist gerade in den letzten Kurven. Dann haben wir die erste Zeit von Mie wahrscheinlich. Lixon langsam unterwegs, habe ich das Gefühl, aber es könnte vielleicht doch noch für eine gute Zeit lang, habe ich mich da geschätzt. 1,15er Zeit, dann springen wir direkt nach oben. Pupti ist hier nicht unterwegs, Mie, oh, die hat sich auf Platz 3 eingereiht, leider verpasst an der Stelle. 1,14,904, der
Alfa Romeo fährt auch an die Box. Wurde jetzt auf dem Weg, 50 Sekunden Abstand, da wird es also keine Verbesserung geben bei ihm. Jetzt müssen wir kurz bei Pupti schauen, was sie denn im Mercedes so reißen kann. Sind ja auch Mitfavoriten hier. Schön Platz gemacht von Burdi für Pupti, die hier natürlich hier eine gute Zeit rausholen möchte. 1.14, 1.15, 1.16er Zeit. Nein, 1.15, 9.16, damit hinter Eclipse eingereiht. Wir brauchen noch Mugu und Donici, die beide noch eine Zeit abliefern müssen. Donici natürlich bekannt dafür, dass er eher spät auf die Strecke kommt. Sandro mit den weißen Reifen unterwegs. Bin gespannt, was da dann am Ende bei rauskommt. Ob sie nochmal einen Reifenwechsel anstreben, um doch von weiter vorne zu starten. Fährt jetzt an die Box. Danach kommt dann Mi. Mal schauen, ob sie nochmal angreift. Ja, da ist sie 2 Zehntel unter der eigenen Bestzeit. Das könnte Angriff auf Musculus heißen. Die Fanfare läutet und sie kommt jetzt hier rein ins Stadion und kann hier die Zeit angreifen. Aber fährt in die Box. Da fährt sie in die Box. Damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Lixon auch auf dem Weg in die Box. Er will also auch keine Zeit mehr abgeben. Da haben wir jetzt damit gerechnet, dass Mi hier tatsächlich noch einmal eine Zeit abliefern möchte, aber tut das nicht. Schade, sie wird 2 Zehntel unter ihrer eigenen Bestzeit. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht kein Sprit mehr an Bord gehabt. Und das ist natürlich auch fatal, wenn man mitten im Qualifying auf der Strecke stehen bleibt. Pupti jetzt auf dem Weg auf Startziel. 1.15er Zeit wahrscheinlich wieder. Ja, 1.15, 4.32 damit ran an Eclipse, aber noch nicht gut genug. Burdi über die Startlinie. Jetzt gucken wir kurz mal bei Donici. Der ist noch nicht unterwegs. Das müsste dann Eclipse sein. Der fährt in die Box. Und wir haben dann Striker oder Murph, die sich aber nicht verbessern können. Die gerade über die Startziellinie ziehen. Jetzt gucken wir mal, wer von beiden gerade unterwegs ist. Smoke jetzt mit einer neuen Outlap und kann dann danach seine Zeit angehen. Burdi ist auf dem Weg, aber noch nicht da, wo wir ihn sehen wollen. Marcel jetzt auf Startziel, hat auch seine Outlap. Jetzt schauen wir mal, was denn Eclipse, Musculus. Musculus ist in der Box, dann wird es Slowcoach sein. Slowcoach jetzt wieder auch in der Outlap. Pupti wird wahrscheinlich reinkommen diese Runde. Dann haben wir dahinter Burdi, so wie es ausschaut. Der dann hier auch angreifen kann. Ich glaube, Pupti wird reinkommen. Dann haben wir Striker. Dann haben wir nochmal einen Ferrari dahinter. Und das müsste dann Dennis sein. Ja, nee, ein Ferrari Eclipse oder Donici. Und Donici ist in seiner Outlap. Also schauen wir mal. Springen wir kurz zu Pupti, ob sie wirklich... Ne, sie macht nochmal eine Runde. Es wird tatsächlich nochmal eine bessere Zeit, aber 46 Zehntel, ne, Hundertstel hinter ihrer Bestzeit. Der nächste Fahrer ist dann in die Box gefahren, der danach kommen würde. Schauen wir mal bei Striker zu, der jetzt auf dem Weg ist. Oh, weit nach außen getragen hier im Qualifying. Das wird ihm viel Zeit kosten. 1.17, hat sich zwar verbessert, aber nicht gut genug. Smoke jetzt mit seiner Zeit. Mal sehen, was er abliefern kann. Muss sich stark verbessern, hat die Mediums draufgezogen. Macht eine 1.15, 8.46, damit auf Platz 7 für ihn. Sandro, schauen wir jetzt ganz kurz zu. Da kommt zwischendrin noch ein gelber Fahrer. Das müsste dann Marcel sein. Sehen, ob er sich verbessert. Na, hat sich leicht nur verbessert. Sandro mit seiner Outlap. Also der hat jetzt gar keine Zeit im Moment drauf. Smoke wird nochmal versuchen. Hat noch 5 Minuten Zeit. Kann nach dieser Runde nochmal reinkommen, Reifen wechseln. Oder er versucht es auf den Mediums weiter. Dann kommt nochmal ein Slowcoach hier über die Startziele. 1.13, 9.48. Die 1.14 sind genacht und Slowcoach ist damit jetzt auf 1. Und auch Murph konnte sich nochmal verbessern. 1.15, 8.89. Donici jetzt auf dem Weg hier. Da können wir dann auch gleich zuschauen. Wir sehen aber, dass auch noch Mi unterwegs ist und Pupti. Und Pupti kommt das nächste über Startziel. Entsprechend 1.15, 4.32 bei ihr. Und sie kann sich nur noch verbessern. Oh, das wird eine schöne Zeit. 1.14, 7.97 für Pupti. Platz 3 damit für sie. Und wir schauen mal, wer da als nächstes reinkommt. Das dürfte tatsächlich dann Striker sein. Danach haben wir dann nochmal einen Alfa Romeo. Aber Striker fährt rein. Und wir schauen mal beim bei Slowcoach vorbei. Der ist auch langsam unterwegs. Dann gucken wir jetzt nach Smoke, was da passiert. Sandro ist ein bisschen weiter hinter. Smoke jetzt in die Box. Und er will die Reifen wechseln. Sandro eventuell auf den Mediums noch unterwegs. Smoke merkt, dass er mit den Mediums auch nicht den Grip hat, den er sich vorstellt. Muss jetzt ganz schnell Reifen wechseln. Sandro auch. Beide gehen auf gelbe Reifen, auf rote Reifen wahrscheinlich. Marcel jetzt auch auf dem Weg. Sehr langsam, geht in die Box, kann nochmal Reifen wechseln, wenn er möchte. Dann haben wir nochmal Murph an der Stelle, der eventuell nochmal eine Zeit abliefern kann vorne. Aber viel wichtiger, da ist jetzt tatsächlich dann Mi wahrscheinlich auf dem Weg.
Und Murph kommt rum und macht eine 1.15er Zeit. Jetzt gucken wir schnell bei Mi, was sie denn abliefern kann. 1.14, 1.86, zweiter Platz für Mi. Danach kommt Pupti, die hier aber eher langsam unterwegs ist. Zwischendrin noch ein Slow Coach, der aber gute Zeit abgeliefert hat. Deshalb springen wir direkt wieder zu Pupti. Pupti fährt auch rein und dann kommt hier tatsächlich dann Burdi mit einer Outlap. Und dahinter haben wir dann nochmal einen Ferrari, da müssen wir kurz gucken, es dürfte Donny G sein, da bleiben wir jetzt kurz dabei. Ja, die Boxengasse jetzt in Hochbetrieb, noch 3 Minuten, bis das Qualifying hier vorbei ist und man muss jetzt noch eine Runde abliefern. Donny G auf harten Reifen mit einer 1.15, 2.25, was der zum Frühstück hat, haben wir schon oft gesagt, wollten wir eigentlich auch mal frühstücken, so schnell wie der immer ist, selbst auf den harten Reifen gerade. Und wir haben dann Mi, die nochmal hier sich fast eine Zehntel verbessern kann. Ist hier unterwegs, Platz 2 für sie im Moment, kann angreifen. Das Zehntel würde bedeuten, sie kommt noch nicht ans Slowcoach ran, aber kann die 1.14 eventuell angreifen. Kommt jetzt ganz drauf an, wie sie durch die Sachskurve raus durchkommt und durch die letzten beiden Kurven, die Nord, die Südkurve. Schauen wir mal. Ah, das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus. 1.14, 1.35, ganz knapp an ihrer Zeit gescheitert. Damit wird sie auch nicht mehr angreifen können, da wird sie nicht mehr rauskommen. Damit wird sie darauf warten müssen, was die restlichen Fahrer machen werden hier in Hockenheim. Alle anderen gerade unterwegs, Burdi jetzt mit einer Zeit, mal schauen, ob er sich nochmal verbessern kann. Ist hier eins mit 1.16, 3.10 unterwegs, also 2 Sekunden Abstand zu der Spitze. Oh, sehr langsam, das wird ihm nicht gefallen. Jetzt muss er nochmal beschleunigen, das wird keine gute Zeit werden. Jetzt gucken wir kurz, wer da hinter ihm unterwegs ist. Das müsste Striker sein. Outlap bei ihm. Und jetzt seine letzte Runde wahrscheinlich im Qualifying. Dann kommt nochmal Sandro und Smoke. Smoke in seiner Outlap, Sandro auch. Und Burdi hat es aus dem Rennen gehauen. Nach der Nordkurve hat es ihn hier rausgehauen aus dem Rennen. Und wir werden es jetzt dann bei Sandro eventuell sehen. Smoke und Sandro noch draußen. Die können eventuell nochmal 2 Runden anhängen. Schauen wir mal. Wir haben dann Pupti, die nicht unterwegs ist. Platz 4 für sie. Mi, die wird reinkommen. Das wird keine gute Zeit mehr werden. Sie kann nochmal angreifen, wenn sie möchte. Also wenn sie genug Sprit hat, muss sie das jetzt gut managen. Mal sehen, ob sie reinkommt. Sie kommt rein, also wird es keine Runde mehr für sie geben. Wird Platz 2 eventuell bleiben. Je nachdem, was Smoke und Sandro noch machen. Die beide jetzt auch hier unterwegs sind mit den roten Reifen. Donny G auf den harten Reifen ist noch ein Boxenstopp und der wird auch nicht mehr rauskommen. Wer jetzt nicht mehr auf der Strecke ist, wird nicht mehr rauskommen. Das bedeutet, nur noch Smoke und Sandro können was gegen die Platzierung von Mi haben. Und natürlich Striker, aber der ist im Moment... Na, neu. Ja, er kann sich nochmal verbessern. Vielleicht auf Platz 5, vielleicht auf Platz 7. Schauen wir mal. Im Moment eher angepeilt auf Platz 8. Wenn er denn die Zeit einhalten kann. Danach müssen wir tatsächlich vorne reinspringen zu Sandro und zu Smoke. Ganz wichtig jetzt für Striker. Kann hier nochmal angreifen. Und holt ein 1.15 raus. Sehr schön, Platz 7 für ihn. Jetzt springen wir direkt zu Smoke, der jetzt auf dem Weg ist, seine vorletzte Zeit abzuliefern. Er kann ja nochmal eine Runde ranhängen. 1.14, 6.18, damit hinter Mi eingereiht. Und wir müssen jetzt direkt zu Sandro springen. Der kommt auch gleich über Startziel. Ist jetzt in der Sachskurve hier unterwegs. Smoke damit Dritter. Vielleicht zu spät auf die roten Reifen gewechselt. Sandro darf auch nochmal eine Runde ranhängen, wenn er will. 1.13. 1.13, 5, 4, 6, Pole Position. Sandro von RS Motorsport. Da schüttelt die Bude. Und wir haben noch 2 Fahrer draußen. Vier Fahrer noch. Mi, Murph, Smoke und Sandro. Mi ist die letzte, die dann da drüber kommt. Die fährt auch eher langsam. Gucken wir mal ganz kurz, was Striker so macht. Und Sandro auf Platz 1, unglaublich, 1.13.545. Striker gut unterwegs, Sektor 3 jetzt für ihn. Hat sich ja nochmal verbessern können, im Moment Platz 9, weil Smoke und Sandro vorbeigezogen sind. Wäre natürlich optimal, wenn er jetzt noch Donny G und Lixon hinter sich lassen könnte. Donny G will auf harten Reifen starten, auch eine Überraschung. Ja, Striker fährt rein. Schauen wir mal, ob sich Smoke nochmal verbessern kann. Der ist aber 13 hinter seiner Bestzeit. Bedeutet, er wird auch nicht mehr angreifen können. Das bedeutet für ihn wahrscheinlich, dass er reinkommt. Ja, und Sandro wird auch reinkommen. Der wird jetzt hier nicht mehr angreifen wollen. Das wird hier nichts mehr für ihn bedeuten. Er fährt jetzt schön gemütlich hier seine Ehrenrunde in Hockenheim mit der Pole Position im Rücken. Eine kleine Überraschung heute hier in Deutschland. Sandro, der auch den letzten Grand Prix gewonnen hat, heute mal auf Pole und darf hier mit Smoke zusammen feiern. Smoke auf Platz 4, Mi und Slowcoach hinter Sandro,
Dann haben wir Musculus, Pupti, Lixon, Donichi, Striker, Eclipse, Murph, Burdi, Dennis, Marcel und Mugu, der kein Qualifying fahren darf, weil die Trainingsrunden nicht gefahren wurden. Mugu aber da an der Stelle dann auf dem letzten Platz, auf als 15. loslegen. Und wir schauen dann, was am Ende bei rauskommt. Wichtig ist der Start, die Nordkurve wartet. Und wir warten dann auf das Rennen. Euer Taika für BK Gaming Racing League. Wir sind gleich wieder zurück aus Hockenheim. Und damit willkommen zurück hier in Hockenheim. BK Gaming Racing League mit Taika für euch am Start. Ja, und Sandro hat ein bisschen overpaced gerade in der Einführungsrunde. Muss gerade auf das Feld warten. Und da schauen wir dann, wie er da am Ende auch da stehen wird. Ihr könnt ja im Chat vielleicht auch mal kurz eure Prediction zeigen, wo ihr dann die Fahrer im Einzelnen seht. Überraschung, Sandro auf Pole gab es auch noch nicht so oft. Wir sind gespannt. Der erfahrene Smoke scheint ihm da wirklich gut zu tun, was auch noch seine fahrerische Leistung dann betrifft. Ja, Slowcoach auf 2, Smoke nur auf 4. Das ist auch ein bisschen überraschend. Also das Duell Team Schweiz gegen RS Motorsport und Slowcoach gegen Smoke ist damit auf jeden Fall im Qualifying erstmal an Slowcoach gegangen. Und wir gehen an den Start. Die Ampeln sind aus und es geht los. Sandro vorne weg, kriegt den Start halbwegs gut hin. Das Team Schweiz kommt auch gut weg. Hinten dran Mi kommt auch noch hier gut durch den Start weg. Und hier wird tatsächlich Slowcoach aus dem Feld getragen. Vorne ist alles erst einmal ein bisschen ruhiger zugegangen. Und jetzt versucht ihr tatsächlich Slowcoach anzugreifen. Versucht gleich mal Sandro hier in die Schranken zu weisen. Sandro hat nicht aufgepasst, war nicht wach bei der Sache. Und damit Slowcoach jetzt auf der 1. Und wir sehen, das ganze Feld ist gut durchgekommen. Der Start ist glimpflich hier für alle ausgegangen. Und wir sehen, Sandro versucht jetzt gerade anzugreifen, versucht die Parabolika noch zu nutzen. Und da kommt tatsächlich Smoke, der hier einfach seine Chance wieder da was nicht verspekuliert. Hat Overpaced und wir haben hinten noch eine kleine Berührung gesehen. Smoke jetzt auf 2, Sandro auf 3. Und Smoke kommt da gerade noch so glimpflich davon, hat hier Overpace in der Kurve. Und hinten sehen wir, Mi wurde dann auf Platz 4 wieder zurückgeschickt. Dann haben wir Musculus Lixon, da gab es auch irgendwo eine Berührung hinten im Feld. Und Slowcoach darf vorne wegfahren. Da hinten sehen wir Musculus, wie aus dem Feld ausgetragen wird. Also da an der Stelle muss er auch ein bisschen aufpassen. Tut mir leid, es ist gerade sehr spannend hier, falls ich ein bisschen overdrehe. Slowcoach, Smoke, dann Sandro, der seinen ersten Pole Position gleich direkt abgeben musste. Musculus auf 4 hat jetzt Lixon geschluckt. Und vorne spielt hier tatsächlich die Musik. Smoke vor Sandro und hinter Slowcoach. Damit dann die Möglichkeit für Slowcoach auch wieder hier an der Spitze anzugreifen und Smoke hier eins auszuwischen in Hockenheim. Ein Schweizer in Deutschland, der hier erfolgreich ist. Und wir sehen Lixon, der ist dran hier an Musculus. Möchte angreifen mit seinem Racing-Bund. Aber kann hier tatsächlich nicht vorbeiziehen und schafft es nicht in der Nordkurve hier sich voranzutreiben. Musculus, Sandro und Smoke hier in Reih und Glied. Dann kommt Slowcoach. Und jetzt wird er hier angegangen. Slowcoach gegen Smoke im Weg auf die Parabolika-Einfahrt. Und jetzt sind wir gespannt, wer hat hier sein Setup besser auf die Parabolika aufgebaut. Entschuldigung, da waren... Wir waren ja schon durch die Parabolika durch. Falsch, mein Fehler an der Stelle. Wir waren ja schon durch Kurve 8 durch. Jetzt Smoke, der jetzt versucht hier anzugreifen. Aber Slowcoach wehrt sich, macht die Tür zu. Sandro muss hinten aufpassen, dass sein Teamkollegen nicht erwischt. Wird deshalb von der Strecke ein bisschen rausgetragen. Verliert dadurch ein bisschen Zeit. Hier RS Motorsport gegen Team Schweiz. Und Team Schweiz ist ganz alleine mit Slowcoach da vorne dran. Musculus zu weit abgeschlagen. Und Smoke versucht alles. Musculus gegen Lixon. Da wird hinten getauscht. Auch vorne brennt die Musik. Da brennt die Hütte. Team Schweiz schafft's tatsächlich mit Slowcoach hier erst einmal vorne zu bleiben. Lixon gegen Musculus. Racing Point gegen Team Alpha, gegen Team Schweiz, Alpha Romeo. Und wir sehen es, hinten ist auch die Hütte am Brennen. Jetzt hat Smoke ein bisschen Abstand auf Slowcoach bekommen. Deshalb können wir ganz kurz hier ins Duell zwischen Lixon und Musculus reinschauen. Da geht es jetzt auch zur Sache. Lixon klebt an Musculus dran. Möchte hier angreifen. Aber muss auch aufpassen, dass er hier keinen Fehler macht. Ist ja ein neuer Fahrer. Vorne ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und wir versuchen jetzt hier Lixon zu folgen, der hier jetzt Musculus angreifen möchte. Und versucht es jetzt auf der Außenbahn. Hat eventuell mehr Geschwindigkeit in der Parabolika aufnehmen können. Schafft es hier eventuell. Schauen wir mal. Aber Musculus macht es geschickt. Nimmt die Innenbahn und lässt hier Lixon hinter sich. Schöner Zweikampf zwischen den beiden. Und wir springen kurz nochmal vor. Sandro gegen Smoke. Und Sandro muss aufpassen. Muss hier ins Gras. Wird jetzt eingeholt, Musculus wird von hinten drankommen.
Dann haben wir wieder Lixon. Lixon auch dabei. Der ist hier vorne wirklich mit der Pace ganz zufrieden und kann hier mit Musculus mithalten, der ja auch kein langsamer Fahrer ist. Was für eine zweite und erste Runde hier in Hockenheim. Die dritte Runde ist jetzt auch gleich vorbei und wir haben viel Action auf der Strecke. Aber Slowcoach setzt sich ab. Donny G mit einem harten Reifen will einfach nur überleben erst einmal, weil er hat nicht den Grip. Wir sehen es, da wird auch Smoke sehr weit rausgetragen. Eine 1.13, sehe ich das richtig? Ne, eine 1.19, da hat mir jetzt gerade mein Augenwissen hier einen Trick gespielt. Smoke und Sandro unterwegs. Und Sandro im Clinch mit Musculus und Lixon. Mal gespannt, wer da als Sieger rausgeht. Da wird auch um diesen dritten Platz gerungen, weil der viele Punkte bedeutet. Lixon hinten dran, wir haben hinten Donny G, der gegen Striker eventuell nochmal schlagen kann. Und wir bleiben jetzt hier im Duell zwischen Musculus, Lixon und Sandro. Vorne Smoke gegen Slowcoach. Donny G jetzt vorbei an Striker. Oh, und Musculus verschätzt sich da, muss aufpassen. Und Lixon kann jetzt einfach diesen Fehler ausnutzen. Raus aus der Parabolika. Oh, Musculus muss aufpassen. Lixon fährt seine Linie, fährt hier mit harten Bandagen, aber das darf er auch an der Stelle. Wir schauen mal bei Burdi schnell vorbei. Der ist dran an Eclipse. Er möchte jetzt hier vorbeiziehen. Möchte eventuell jetzt hier auch mal mit dem Renault in seinem ersten Rennen den Ferrari ausstechen. Haben ja beide Ferrari-Motoren drin. Musculus hinter Lixon, der hat jetzt ein bisschen Abstand gewonnen. Ja, und Eclipse muss aufpassen, da hängt ein Burdi hinter ihm. Der Renault kann, der kann auch auf der Geraden, aber jetzt hat er ein bisschen Abstand gewonnen, deshalb werden wir kurz wieder nach vorne gehen. Mi hat in der Zwischenzeit eine beste Runde hingelegt. Sie hat wahrscheinlich einen Boxenstopp hingelegt, weil sie hier einen Schaden am Frontflügel hatte. Und Lixon mit dem Racing Point, der weiß halt, was er hier abzuliefern hat. Sandro auf Platz 3 hat sich jetzt ein bisschen absetzen können, 2,5 Sekunden Abstand. Aber die Zeit kann nicht stimmen. Lixon hängt da viel zu eng hinten dran. Da ist die Zeitabnahme mal wieder nicht aktualisiert worden. Aber Sandro hat 2 Sekunden Vorsprung. Entschuldigung, habe ich falsch geschaut. Lixon ist 2 Zehntel hinten dran. Jetzt versucht es Lixon. Er schafft es tatsächlich. Kommt hier vorbei. Aber die Innenbahn gehört hier Sandro. Der weiß halt auch, dass er die bessere Linie hat. Und nutzt die grandios aus. Lixon immer wieder mit derselben Taktik hier nach der Parabolika. Aber ihm fehlt dann eben die Position, um auch das dann zu verteidigen. Hat nicht genug Vorsprung und wir sehen Lixon hinter Sandro, der versucht hier ein bisschen was zu ändern. Dennis fällt nach hinten, Marcel überholt ihn gerade, auch Eclipse ist vorbei. Dennis ist im Boxenstopp, der hat sich wohl hier was eingefangen und wir sehen das Duell zwischen Lixon und Sandro. Sandro weit rausgetragen, Lixon bleibt dran, weiß aber auch, dass er hier warten muss, einfach auch vielleicht den kleinen Fehler von Sandro. Oh, da hat man es gesehen, wie rutschig es da ist nach der Sachskurve. Da habe ich auch schon das ein oder andere Mal fast mein Auto weggeworfen. Und jetzt ist Lixon dran, kann den Windschatten und DRS nutzen. Aber Sandro macht es geschickt, macht die Tür zu. Was für ein Zweikampf zwischen den Beinfahrern. Und Lixon ist immer noch dran, versucht das noch auf der Innenbahn. Versucht hier durchzuziehen und kommt tatsächlich vorbei, so wie das aussieht. Sandro damit geschlagen und Lixon auf Platz 3. Was für eine unglaubliche Kampfszene. Sandro muss jetzt schauen, ob er mit den roten Reifen hier da noch mithalten kann, weil Lixon ist hier auf den Mediums unterwegs und holt alles aus denen raus, was nur geht. Aber auf der Parabolika geht's natürlich zur Sache. Da ist der Sandro nicht von schlechten Eltern, kann hier tatsächlich seine Pace ausnutzen. Es kommt auch noch Musculus und schnappt sich Lixon einfach mal aus dem Nichts. Aber Lixon mit der Innenbahn kann tatsächlich jetzt Musculus, der ein bisschen überpaced hat in der Kurve, hier wieder zurück überholen. Und damit Platz 4 für Lixon. Da ist richtig Feuer drin hier im Kampf um Platz 3 und 4. Ja, und Mie wird sich ärgern. Ich hatte hier den Schaden wohl weggetragen. 35 Sekunden Abstand dahinter Marcel und Dennis. Mugu mit 4 Runden im Moment unterwegs. Und Lixon einfach stark, Musculus auf Platz 5. Der will halt auch mal jetzt seinen Teamkollegen wieder helfen können. Dazwischen haben wir noch Smoke, der auf Platz 2 unterwegs ist. Donny G vorbei an Striker auf den harten Reifen, auch nicht schlecht. Aber wir gehen vor wieder ins Duell. Lixon kann hier eventuell nochmal angreifen, hat jetzt der DRS zur Verfügung. Oh, da geht's rein, Nordkurve. Ja, DRS hat man glaube ich nur in der Parabolika, wie ich gerade sehe. Jetzt geht's rauf auf die Einfahrt zur Parabolika. Und da war bisher immer der
Sandro Besser in der Parabolika. Marcelo Musculus jetzt im Alpha was reißen kann. Jetzt kommt gleich die DRS-Zone und die wird halt Lixon hier helfen. Hat seine Flügel offen, auch Musculus hinten dran. Und man sieht schon, wie der Racing Point hier einfach vorbeizieht. Der Haas keine Chance gegen das DRS. Was für eine schöne Aktion. Jetzt kommt auch Musculus nochmal von innen. Da muss Lixon einfach, Sandro einfach aufpassen. Hätte er vielleicht die Innenbahn zumachen müssen. Schafft er nicht. Damit jetzt Lixon und Musculus vorbei an Sandro. Unglaubliche Szenen, unglaublicher Zweikampf hier zwischen den dritten, vierten und fünften, zwischen Lixon, Musculus und Sandro. Da hat er das DRS genutzt und ist einfach so mal vorbeigezogen. Sandro musste sich geschlagen geben und Musculus hat die Situation ausgenutzt, weil Sandro die Innenbahn nicht zugemacht hat. Die Tür war einfach zu weit offen. Und da muss Sandro dann im Nachgang auch mal schauen, ob er da im Rennen nochmal was verändern kann. Der Haas läuft. Smoke und Slowcoach, die schnellsten Fahrer im Moment. Smoke auf Platz 2, Slowcoach auf 1, der hier 3,3 Sekunden Vorsprung hat. Beide auf den roten Reifen unterwegs. Jetzt gucken wir mal, wo ein nächstes Duell entstehen kann. Musculus jetzt zu weit weg, da hat sich jetzt die Lage so ein bisschen entspannt. Sandro nimmt ein bisschen Pace raus. Er kann gegen die Mediums irgendwie nicht gegenhalten, was auch erstaunlich ist. Donny G 4,74 Sekunden hinter Sandro. Sein alter Teamkollege. Im Ferrari geht er auch einiges. Die Endgeschwindigkeit auf der Parabolika wird mir auch helfen. Hat die harten Reifen draufgezogen. Dafür schlägt er sich richtig gut. Kann also sehr lange draußen bleiben. Eventuell am Schluss die Mediums draufziehen. Wir haben 67 Runden, davon jetzt 8 Stück gleich gefahren. Und Mi auf Platz 10, Platz 11. Motorpower nicht mit den Versprechungen, die sie vor dem Rennen abgegeben haben unterwegs. Haben ja eigentlich hier eine kleine Favoritenrolle eingenommen gehabt. Im Moment Platz 10 und 11, das wird nicht ihr Anspruch heute sein in Hockenheim. Im Heim Grand Prix. Ja, und Dennis ist dran hier an Marcel. Da kann also auch was passieren. Aber wir gehen mal wieder vor zu Lixon, der eventuell jetzt mit Musculus gleich wieder Bekanntschaft macht. Aber Dennis ist dran an Marcel hinten. Schauen wir mal, was Musculus dann bieten kann, aber das Feld zieht sich jetzt so ein bisschen auseinander. Die erste heiße Phase ist vorbei. Oh, Sandro fährt an die Box. Eventuell sind die roten Reifen jetzt durch die Zweikämpfe zu arg beschädigt worden. Holt sich wahrscheinlich die Mediums ab. Da gucken wir dann gleich nochmal hin. Donny G jetzt vorbeigezogen. Der hat ja die harten drauf. Striker auch vorbei. Jetzt gucken wir kurz mal, was er draufgezogen bekommt. Der kriegt tatsächlich die Mediums drauf, so ich es erkennen kann. Von daher Sandro auf den Mediums. Jetzt sehen wir hier Eclipse gegen Pupti und Pupti versucht und schafft es hier tatsächlich vor der Nordkurve nochmal durchzustechen. Aber viel Geschwindigkeit, fast zu viel Geschwindigkeit. Gerade noch so ihren Wagen auf der Strecke gehalten. Eclipse damit jetzt auf Platz 8. Sandro auf 9, der hat aber die Reifen gewechselt und hat tatsächlich die roten Reifen nochmal draufgezogen. Interessant. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Vielleicht holt er die Mediums später im Rennen nochmal raus. Hat eventuell auch einen Blattfuß irgendwo bekommen durch die Zweikämpfe. Vorne ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber Eclipse ist dran an Pupti. Hat den Ferrari hier gegen den Mercedes. Kommen jetzt aus der Parabolika. Da ist eigentlich der Ferrari immer ein bisschen im Vorteil. Hat da die höhere Endgeschwindigkeit. Und nie jetzt vorbei an Burdi, der wohl Fehler produziert hat. Vorne Ruhe und Eclipse ist dran. Der möchte jetzt angreifen, ist an Pupti und möchte wieder seinen Platz zurückhaben. Aber dafür muss er mehr holen, da muss er mehr rausholen, muss auch jetzt wieder unter die Sekunde kommen für die DRS-Zone. Smoke mittlerweile 4 Sekunden Abstand, es liegt sonst 2,5 Sekunden hinten dran, Musculus 1,2 Sekunden. Jetzt geht's rein hier in die Südkurve. Wir sehen, Sandro kommt jetzt und Eclipse fährt durch, Sandro vorbei. Damit Platz 8 jetzt für ihn. 8 Runden auf den roten ist den meisten wohl zu viel. Wir haben bei Slowcoach und Smoke auch die roten Reifen drauf. Da kommt es jetzt drauf an, ob die beiden dann an der Stelle gerne wechseln wollen. Ob sie vielleicht noch ein, zwei Runden mehr drin haben. Sie haben ja keine Zweikämpfe wirklich geführt. Von daher könnte es sein, dass die Reifen noch ein bisschen halten, die eine oder andere Runde. Jetzt haben wir ganz kurz gesehen, da hat sich Slowcoach ein bisschen verbremst. Die Reifen auch schon sehr matt, da ist also nicht mehr so viel Profil da. Bei Smoke sieht es sehr ähnlich aus, also vielleicht noch eine Runde, dann dürfte da auch Ende sein bei den beiden. Dann darf sich Lixon freuen über ein paar Führungsrunden, weil er die Mediums drauf hat. Mir jetzt wieder vorbei an Eclipse, die als jetzt hier wieder den Ferrari überholt. Und wir haben dann noch ein Duell zwischen Murph und Burdi, der jetzt hier fast 8 Zehntel hinten dran ist. Vorne wird es halt spannend.
Wer kommt als erster an die Box? Wer fährt hier tatsächlich mit frischeren Reifen dann noch raus? Wir sehen, glaube ich, Smoke ist reinkommen. Ja, Smoke ist reingekommen. Damit Lixon jetzt auf 2 und der wird sich über ein paar Führungsrunden freuen dürfen. Musculus jetzt auch vorbei. Der hat ja die Mediums auch von Anfang an drauf gehabt. Donny G mit den harten Reifen. Was ein Job von ihm. Der ist ja auch immer so schnell unterwegs und hat hier Platz 10. Der Italiener im Ferrari. Scuderia Ferrari. Es freut ihn natürlich, dass er mit seinem geliebten Italien auch trumpfen kann und hier für Ferrari in Deutschland unterwegs sein darf. Smoke mit 1,6 Sekunden jetzt auf Platz 6 raus hinter Striker. Vorne ist ein bisschen Ruhe. Ich denke auch, dass jetzt Slowcoach dann demnächst reinkommen wird. Smoke hat halt jetzt Verkehr vor sich. Das wird ihn auch nicht unbedingt freuen. Eclipse dran an Mi, die 25 Sekunden noch Abstand auf Sandro hat. Murph jetzt vorbei an Burdi, weil Burdi ihren Fehler produziert hat. Vorne der Flügel wurde hier tatsächlich beschädigt. Da muss er aufpassen. Rutscht über die Strecke. Da kommt jetzt gleich Dennis, glaube ich, angefahren. Und Dennis wird sich jetzt den Platz da holen. Und Burdi ist jetzt wieder zurück auf der Strecke. Oh, wir sehen Marcel, der hier an der Bock, an der Bande steht. Vielleicht den Motor abgewürgt. Vorne ein bisschen Ruhe, wir sehen Smoke, der ist jetzt dran an Striker. Und jetzt versucht Smoke hier tatsächlich dann wieder gegen Striker. Das Duell kennen wir ja aus der Vergangenheit. Diese Saison bis jetzt noch nicht wirklich entbrannt. Aber jetzt Striker im Red Bull gegen den Haas und Smoke. Jetzt geht's da eng zur Sache und Smoke kommt hier mit der Brechstange durch. Kann hier tatsächlich Striker hinter sich lassen, der da nicht ordentlich zugemacht hat. 6 Zehntel jetzt Abstand schon. Und damit Smoke vorbei an Striker. Und es kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein. Und Striker will an die Box. 10 Runden sind dann zu viel. Also die meisten schaffen dann vielleicht 10 Runden auf ihren roten Reifen. Und Slowcoach denkt sich, ich hau da mal noch einen drauf. Mal sehen, ob die Zeiten ihm dann auch recht geben. Er will eine Runde mehr draufhauen. Sandro, Striker jetzt auch wieder überholt worden, weil er in der Box ist. Smoke auf dem Weg hier dann wieder mal ein paar Punkte zu gut zu machen, indem er hier ein paar Plätze gut macht. Gucken wir ganz kurz rein in die Stops. Da sind Slowcoach, Lixon, Musculus und Donny G noch nicht drin gewesen, Murph und Burdi nicht. Positionsänderung, es sieht, jeder hat sich verbessert, Smoke hat sich jemand verschlechtert, klar, er ist auch in der Box schon gewesen, Pupdi bleibt gleich stehen, Sandro ist 6 Plätze nach hinten gefallen, war auf der Pole, Mi 7 nach hinten, Burdi einen nach hinten. Und wir sehen, dass jetzt hier Murph auch an Mi vorbeizieht. Mi an der Box hat sich die Mediums draufgeschnallt. Auch interessant, dass dann so früh nochmal ein Wechsel kommt. Klar, sie hat auch, glaube ich, die Roten draufgezogen. Da muss man auch irgendwann wieder wechseln. Jeder Wagen baut da anders ab. Slowcoach mit 12 Runden. Platz 1 für ihn. Und es ist unglaublich, was der jetzt gerade noch aus seinen Reifen rausquetscht. Der möchte so lange auf den Reifen draußen bleiben, wie es nur geht. Aber man sieht es auch so ein bisschen in den Fernsehkameras, dass die Reifen schon sehr abgenutzt sind. Er rutscht jetzt auch hier raus in der Einfahrt zur Parabolica. Ich weiß nicht, ob ihn das vielleicht nicht Zeit kosten wird, weil Smoke lauert da hinten und möchte auch wieder überholen. Sandro jetzt mit der besten Rundenzeit ist 1,3 Sekunden hinter Pupdi, die sich auch wehren wird. Die hat halt Mediums draufgezogen, die also da jetzt tatsächlich mit diesen Mediums auch eine lange Zeit draußen bleiben kann. Sandro schon wieder 4 Runden und Slowcoach 12 Runden auf den Roten. Das ist schon krass. Die meisten sind 8 bis 10 Runden unterwegs gewesen, sind reingekommen. Jetzt haben wir noch Murph mit 11 Runden und Burdi mit 11 Runden, die das auch so lange aushalten. Wir sehen aber auch, dass ein gelber Wagen drin ist. Das dürfte dann Marcel sein an der Stelle, der jetzt einen Reifenwechsel vollzieht, sieht auch die Mediums drauf. Und Pupdi jetzt unter Druck, da ist Sandro jetzt vorbei und kann tatsächlich Pupdi hinter sich lassen. 3 Zehntel jetzt Vorsprung, was für eine schöne Überholmanöver, das war viel zu einfach. Pupdi hat da nicht aufgepasst, ein bisschen schläfrig anscheinend agiert an der Stelle. Da muss er ein bisschen aufpassen, weil Sandro kann hier auch mit dem Haas gegen den Mercedes gut überholen. Und hat sie jetzt hier einfach mal hinter sich gelassen. Vorne ein bisschen Ruhe eingekehrt, das Feld verteilt sich ein bisschen. Jetzt hier Smoke mit der 9. schnellsten Runde, der will's wissen. Die roten Reifen sollen ihm jetzt hier den Sieg bringen heute. Und deshalb haut er jetzt eine gute Runde nach der anderen raus. Aber Slowcoach mit 13 Runden auf den roten Reifen, er darf sie auch nicht überpacen. Muss aufpassen, dass er hier nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel aus seinen Reifen rausholen möchte. Bin gespannt, wann er reinkommt. Mittlerweile noch nur noch Murph da, der jetzt 12 Runden auf seinen Reifen hat. Ist interessant auch für Slowcoach, was er hier dann tatsächlich auf den Reifen hat. Und wie er dann auch damit umgeht. Also er
So ein reifenschonender Fahrer, konnte sich ganz früh auf Platz 1 vorschieben, hat hier die Fehler von Sandro ausgenutzt, um nach vorne zu kommen. Hat sich, der Fehler war im Endeffekt, dass er die Tür zu weit offen gelassen hat und Slow Coach einfach durchziehen konnte. Er fährt nochmal eine Runde, also da ist bei Slow Coach auf jeden Fall erst einmal alles fein. Pupti jetzt schon 1,7 Sekunden Rückstand, Smoke 4 Sekunden hinten dran. Wir sind in Runde 15. Wir werden ganz kurz in eine Pause gehen und schauen, ob Slow Coach dann währenddessen schon an die Box kommt. Bis gleich, euer Taika. Und damit recht herzlich willkommen zurück, Taika, für euch am Start hier in der Bigger Gaming Racing League. Wir sehen Lixon, der jetzt langsam auf Slow Coach aufläuft. Lixon hat jetzt nur eine halbe Sekunde Abstand. Und da muss ein Fahrer abstoppen. Vielleicht technische Probleme. Lixon mit Racing Point, mit seinem Teamkollegen Dennis hier unterwegs und versucht hier den Schweizer mal richtig in die Mangel zu nehmen. Aber der kommt gut weg. Lixon ist dran. Der hat jetzt gut aufgeholt gehabt. Smoke ist auch bei 2 Sekunden. Und Lixon möchte angreifen. Der will hier jetzt unbedingt den ersten Platz haben. Aber wer weiß aber auch, dass Slow Coach reinkommen muss. Er hat jetzt tatsächlich vielleicht seine Reifen ein bisschen lange drauf gehabt. 15 Runden. Er ist der Einzige, der die Reifen so lange drauf gelassen hat. Murph mittlerweile auch an der Box gewesen. Wir merken, das Slow Coach kämpft hier um den ersten Platz. Weiß aber auch, dass er vielleicht hier ein bisschen sich verspekuliert hat. Man muss jetzt aufpassen. Lixon will's wissen. Und der Slow Coach lässt ihm hier tatsächlich ein bisschen die Außenbahn. Und Lixon muss aufpassen. Da geht's dann eng rein, kurz vor die Sachskurve. Da geht es richtig eng rum. Das ist dann Kurve, die Mobile 1 Kurve. Und Slow Coach, der muss jetzt eigentlich an die Box. Und er will es nochmal wissen. Er will mehr Runden rausholen. Lixon jetzt hier auf Startziel. Mal sehen, ob er dann jetzt hier rausholen kann. Ob er hier überholen kann. Murph überholt in der Zwischenzeit dann tatsächlich Dennis. Und ich weiß nicht, ob sich Slow Coach dann gefallen tut. Jetzt kommt Musculus ran. Er will vielleicht auch, dass Musculus aufholt. Und Musculus versucht es auf der Innenbahn. Das sehen wir auch. Lixon war total überrascht davon, aber kann seine Position noch mal behaupten. Vorne wieder ein Duell. Donici ist jetzt auch knapp vor Smoke. Aber da brennt es gerade hier im Kampf um Platz 1 und 2. Musculus probiert es nochmal. Möchte auf der Außenbahn angreifen, aber da hat er zu viel Abstand. Kommt jetzt innen und möchte hier innen nochmal die Pace nutzen. Aber Lixon mit mehr Beschleunigung, weil er einen weiteren Bogen dann auch nutzen kann. Hat mehr Geschwindigkeit mitgenommen. Aber Musculus ist dran, fährt hier halb ins Gras rein. Was für eine Action jetzt gerade hier auf der Strecke zwischen Musculus und Lixon. Das Duell haben wir vorhin schon mal gesehen. Sandro hat sich ein bisschen daraus verabschiedet, weil er auch den Reifenwechsel gemacht hat. Klar, die Mediums noch stark unterwegs. Dennis ist da auch irgendwie noch beteiligt, aber der ist halt überrundet. Den haben wir gerade im Hintergrund noch mal kurz gesehen. Lixon will es einfach wissen. Mal sehen, ob Slow Coach jetzt reinkommt. Alfa Romeo. Der Junge erzieht. Und er bleibt noch mal eine Runde draußen. Er holt hier halt einfach mal eine nach der anderen Runde auf seinen Reifen raus. Aber Lixon muss jetzt hier das doch schaffen. Kann ja nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Oh, eine Berührung und Slow Coach. Da hat er sich verspekuliert. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt hat er sich hier den Flügel kaputt gefahren. Man muss aufpassen, muss alles durchlassen, was da jetzt kommt. Und jetzt kann er beschleunigen. Das war jetzt wirklich zu viel. Da hat Lixon einfach hart gekämpft. Keinen Schaden davon getragen, soweit wir das sehen. Vielleicht hinten rechts der Reifen. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Und Slow Coach muss, er hätte eigentlich früher rein, er hätte Boxenstopp machen müssen. Lixon hat halt auch mit harten Bandagen gekämpft. Und er gibt dann nicht so einfach seine Position auf. Musculus jetzt auf der Innenbahn, versucht es nochmal. Und kann hier jetzt eventuell Lixon ausstechen. Schafft er auch, schön gemacht von Musculus. Der jetzt hier vorbeizieht, aber Lixon ist wieder vorne. Musculus kann die Pace nicht mitgehen. Er kann hier einfach nicht die Pace mitgehen. Da ist Lixon früher auf der Pedale und kann hier sich tatsächlich durchsetzen. Smoke mittlerweile Dritter, weil Donny G überholt wurde. Aber da vorne ist halt einfach jetzt gerade richtig Power drin. Und Slow Coach wird sich ärgern. Der wird jetzt Flügel reparieren gehen müssen. War auf Platz 1 und dann kommt halt Lixon, der halt die Tür zumacht. Und es fängt an zu regnen und das war wahrscheinlich das, was Slow Coach abgewartet hat. Das war genau das, was Slow Coach haben wollte. Er will im Regen an die Box. Es gehen noch so 2-3 Runden. Schauen wir mal, der Flügel vorne bei Musculus auch nicht mehr ganz so prickelnd aus. Smoke natürlich jetzt in einem Duell drin und ja, Slow Coach hat alles versucht, um hier mit den roten Reifen durchzukommen. Wird jetzt an die Box kommen, wird Regenreifen draufziehen. Intermediates, denke ich sogar. Also es wird nicht so stark regnen. Sandro jetzt auch vorbei. Smoke ist dran, aber braucht noch ein bisschen. Musculus gegen Lixon. Ein Duell, das sie so vor dem Rennen auch nicht gesehen haben.
Und wir sehen den Regen. Die Mediums waren vielleicht sogar die richtige Wahl an der Stelle. Kann ich mir sogar richtig gut vorstellen, dass die Mediums jetzt hier im Vorteil sind. Klar, Slowcoach hat das Nötigste getan. Oh, die Berührung da. Und der Renault kommt auch wieder auf die Strecke, muss aufpassen. Berührung zwischen Musculus und Lixon, nichts Schlimmes passiert. Striker vorbei an Slowcoach, der natürlich in der Box steht und jetzt Intermediates draufzieht. Das war seine Taktik, da hätte er vielleicht auch die Mediums draufziehen sollen. Aber wir wissen ja auch, Musculus muss irgendwann auch reinkommen. Und er kann jetzt noch ein, zwei Runden hier draußen bleiben, wenn es nicht stärker anfängt zu regnen. Smoke nutzt das Ganze, ist jetzt eine Sekunde hinter Musculus. Also da wird jetzt auch nochmal ins Duell kommen. Donny G mit seinen harten Reifen wird sich ärgern. Der Regen war vorherzusehen. Es wurde im Interview schon oft angesprochen, dass es eventuell Regen geben wird. Und wir sehen, die Jungs bleiben noch draußen. Der Einzige, der jetzt davon einen Vorteil hat, ist wahrscheinlich Slowcoach, der jetzt nur ein, zwei Runden braucht, bis seine Intermediates wirklich funktionieren. Aber die hat er jetzt schon mal drauf. Wir haben Musculus, 7 Zehntel. Smoke mit 5 Zehntel Abstand. Also da wird jetzt auch gleich wieder ein schönes Duell zwischen Erst Motorsport und Team Schweiz ausgetragen werden. Lixon jetzt wieder Überrundung. Kommt hier vorbei an Eclipse. Und das sieht jetzt dann auch aus. Ja, Eclipse wird hier überrundet. Und die anderen beiden müssen sich dann am Ende der Parabolika mit ihm streiten. Und jetzt versucht Smoke auf der Innenbahn, aber weiß auch, dass er da jetzt nicht wirklich vorbeikommt. Jetzt muss er aufpassen, da wird der Ferrari, der muss auch jetzt hier Platz lassen und muss jetzt hier sich das Ganze ein bisschen mit anschauen. Wird er auch tun, schön von Eclipse, wie er hier Platz macht. Und das Duell da um Platz 2 ist in Brand und Smoke versucht, er will hier vorbeiziehen, ist auf der Innenbahn und kann tatsächlich hier Musculus schlagen. Schönes Ding, rein in die Sachskurve, rein in die Kurve 7, raus in Kurve 8 und Musculus jetzt weit rausgetragen. Mal sehen, wie lange die Reifen hier noch funktionieren werden. Was ist mit Musculus los? Komplett im Kiesbett unterwegs. Wow. Einfach nur wow. Und Smoke jetzt natürlich mit seiner Taktik hier vorne. Hat hier nochmal die roten Reifen draufgezogen. Hat sich gedacht, hey, ich will nochmal alles rausholen. Es hat sich gelohnt. Lixon bleibt nochmal eine Runde draußen. Also wie gesagt, die Intermediates werden erst funktionieren, wenn es hier entsprechend nass geworden ist. Und wenn wir in den Himmel schauen, ist es halt eben im Moment nur ein leichter Regen. Oh, Lixon weit rausgetragen. Donny G jetzt mit dem Boxenstopp, der holt sich auch die Intermediates. 19 Runden draufgepackt auf seine harten. Lixon gegen Smoke. Lixon haben wir ja nicht auf dem Radar gehabt, aber der Junge im Racing Point ist stark unterwegs. Jetzt kommt der Haas, versucht es nochmal auf der Innenbahn. Lixon fährt seine Kurve und der Haas zieht vorbei. Und Lixon weiß halt, dass er jetzt hier enger rum muss eigentlich. Und jetzt Smoke aber tatsächlich easy vorbei. Lixon wahrscheinlich nicht mehr den Grip und nicht die Erfahrung eventuell, was das die Reifen hier im Regen dann so anstellen. Man merkt es auch, oh, da kommt er nah dran, da muss er tatsächlich hart in die Eisen nochmal gehen. Das merkt man auch, damit hat er gar nicht gerechnet. Ja, im Regen rutschen die Reifen halt eben mehr. Und da hat er jetzt gar nicht mit gerechnet gehabt. Also taktisch bleibt es spannend hier in Hockenheim, der Regen ist da. Bisher noch alle Fahrer gut unterwegs. Intermediates bei Marcel, Slowcoach auf Intermediates, Sandro und Donny G auf Intermediates. Bin gespannt, wann Smoke und Lixon reinkommen werden. Smoke ist hier auf Platz 1 und er bleibt noch draußen. Traut sich es zu, nochmal eine Runde dran zu hängen auf den Slicks. Merv zieht vorbei an Eclipse. Der im Boxenstopp sich befindet, wird auch die Intermediates draufziehen. Donny G überholt hier Pupti. Oh, Pupti hat sich gedreht! Wahrscheinlich doch zu nass für sie. Pupti neben der Strecke, muss jetzt hier wieder auf die Strecke zurück. Kommt da jemand gerade auf die Strecke? Nicht, dass wir sehen, schön viel Abstand. Und daher alles gut bei ihr. Mi jetzt dran an Slowcoach, der auf den Intermediates noch unterwegs ist. Wird ein bisschen Zeit kosten, aber ich glaube, er wird seinen Vorteil haben. Oh, da macht er den Power Slide! Kann gerade noch so seinen Wagen retten. Mi damit jetzt vorbei und Slowcoach driftet hier über die Strecke. Driftet hier aus der Kurve 8 raus. Uiuiui, jetzt kann aber Mi hier tatsächlich nicht mehr gegenhalten, weil einfach der Grip auf den Intermediates besser ist. Mi mit einem Fehler, damit Platz Nummer 9 wieder bei ihr und sie rutscht hier auch durch die Gegend. Also das ist jetzt tatsächlich langsam gefährlich für die Fahrer. Sie müssen jetzt reinkommen, die Intermediates draufziehen. Ich bin gespannt, ob Smoke dann jetzt auch demnächst reinkommt. Lixon ist hinter ihm. Oh, da ist jemand Renault neben ihm.
der hier im Gras sich befindet gerade. Ja, Marcel mit 10 Sekunden Zeitstrafe. Und Smoke kommt jetzt rein. Lixon kommt auch rein. Es ist jetzt zu gefährlich für die Jungs. Es regnet hier in Hockenheim. Und Smoke hat 11 Runden nochmal auf seine roten Slicks draufgezogen. Damit schauen wir mal, ob Musculus jetzt vorbeiziehen kann. Der hat ja tatsächlich noch die Mediums drauf und traut sich zu. Der möchte hier nochmal eine Runde mit den Mediums drauf legen. Damit Musculus jetzt vorbei. Mal sehen. Oh, da wird er weit rausgetragen. Viel Geschwindigkeit hier am Ende der Nordkurve. Ja, und Lixon jetzt wieder auf der Strecke. Hat also nur 3 Sekunden Abstand. Und DRS wurde jetzt auch deaktiviert. Also Musculus muss jetzt schauen, dass er auch demnächst die Intermediates drauf zieht. Kein DRS mehr. Wir sind in der 23. Runde und wir haben leichten Regen. Sandro holt auf, Mi vorbei an Pupti. Sandro auf Intermediates. Pupti Zeitstrafe Streckenbegrenzung überschritten. Da gucken wir ganz kurz. Sie noch auf den Mediums unterwegs. Oh, da muss jetzt aufpassen. Und bleibt hier jetzt tatsächlich dann auch dann im Rennen. Zum Glück viele Auslaufzonen hier in Hockenheim. Und wir sehen hinten dran das Duell. Und Pupti wieder neben der Strecke. Sandro auf den Intermediates. Donny G. Muskellos jetzt überholt, weil er die Mediums noch drauf hat. Vielleicht eine Runde zu spät hier gewechselt. 22 Runden auf den Mediums. Und das ist vielleicht tatsächlich die eine Runde zu viel, die er sich hier zugetraut hat. Nix. Oh ja, da ist jetzt im Kiesbett. Also das kostet jetzt richtig Zeit. Smoke jetzt auch vorbei. Sandro 20 Sekunden Rückstand. Oh, der Regen, der macht ihm zu schaffen. Der junge Fahrer hier bei RS Motorsport. Regenerfahrung hat er noch nicht so viele. Und sein alter Kollege Donny G sitzt ihm im Nacken. 2 Runden auf den Intermediates. Dann haben wir noch, ja, Wettreifen bei Striker. Interessant. Rechnet er mit noch mehr Regen? Rechnet er da tatsächlich mit einem Regenfall? Mit strömendem Regen. Im Moment ist es ja noch normaler Regenfall, leichter Regenfall sogar noch. Aber es könnte natürlich immer mehr werden. Man sieht auch, die Strecke wird immer nasser, immer kühler. Musculus ist jetzt an der Box. Sandro vorbei, Donny G vorbei. Das ist jetzt auch ein interessantes Duell. Wie gesagt, das sind die Fahrer, die hier angefangen haben zusammen in der BK Gaming Racing League und sich vor einem oder vor zwei Rennen getrennt haben. Und Sandro ist zu RS Motorsport, Donny G hat dann hier Eclipse mit aufgenommen. Und Striker als einziger auf dem... Oh, Musculus did not finish. Musculus ausgefallen. Musculus kann hier nicht weiterfahren. Vielleicht hat er die Box hier erwischt. Ich frage mich gerade, wo er steht. Und es gibt eine Mitchell Safety Car. Es scheint hier wohl von der Strecke abgekommen zu sein. Direkt nach der Nordkurve. Und da steht, er hat tatsächlich seinen vorderen Reifen weggefahren. Vorne rechts fehlt der Reifen bei Musculus. Oh, das wird Team Schweiz bitter wehtun. Mitchell Safety Car aufgehoben. Damit geht's weiter und Donny G dran an Sandro. Musculus fährt sich seinen Reifen ab. Und wird durchgereicht nach hinten. Das wird ihn ärgern. Ich glaube, der war gerade im Boxenstopp, hat die Intermediates draufgezogen. Vielleicht beim Rausfahren zu sehr beschleunigt und dadurch ins Rutschen gekommen. Sandro jetzt überholt, weil er hier tatsächlich nicht aufgepasst hat. Donny G an ihm vorbei und Sandro hat Probleme im Regen. Er ist noch nicht so oft im Regen unterwegs gewesen. Spannende Situation. Es wird tatsächlich immer feuchter hier. Es ist noch nicht so extrem wie vielleicht an manchen anderen Tagen. Aber der Regen lässt nicht nach. Kann aber auch passieren, dass wir dann nach 10 bis 20 Runden dann nochmal schönes Wetter bekommen. Aber der Regen ist tatsächlich schon ein bisschen extremer geworden. Da muss man jetzt auch aufpassen, welche Linie man fährt. Und dass man hier gut durchkommt. Ja, und Musculus leider ausgeschieden. Es tut mir richtig leid. Team Schweiz damit jetzt nur noch mit einem Fahrer unterwegs und der ist nur auf Platz 5, hat sich ein bisschen mit seinen roten Reifen verspekuliert, aber hat dann auf den Regen gewartet, wollte lange draußen bleiben, musste aber dann langsam fahren und hat dann auch noch die Berührung mit Lixon hinter sich oder über sich ergehen lassen müssen. Alles nicht so optimal jetzt bei Team Schweiz wieder. Auch in Australien gab es schon Probleme, da eher technischer Natur und auch teilweise Berührungen natürlich, aber es ist natürlich schade für Team Schweiz, die hier eigentlich um die Meisterschaft mitfahren und auch Slow Coach hier um die Meisterschaft gegen Smoke auch antritt.
ist ja der direkte Verfolger von Smoke. Sandrober 1,8 Sekunden. Und so schade auch für Motorpower. Wir gucken mal kurz, ob wir noch ein Bild kriegen. Eclipse steht hier nebendran. Pupti ist ausgeschieden. Und wir schauen mal, wo sie ausgeschieden ist. Oh, Pupti fährt, glaube ich, noch, aber sie ist ausgeschieden. Did not finish. Schade. Das ist wirklich schade an der Stelle auch. Mal sehen, ob wir sie nochmal finden. Aber sie ist auf jeden Fall noch irgendwie auf der Strecke unterwegs anscheinend. Ich weiß es nicht genau. Sieht komisch aus. Ja, Donichi kann jetzt an ihr vorbeiziehen. Ich weiß nicht, was bei Pupti, vielleicht technisches Problem. Mii ist jetzt da auch noch unterwegs. Also Pupti wird nach hinten durchgereicht. Ich glaube eher technischer Ausfall bei ihr. Dass da etwas nicht funktioniert hat. Sie stellt auch ihr Auto ab. Technischer Defekt wohl bei Pupti. Damit für sie im Mercedes das Rennen in Hockenheim daheim leider vorbei. Technischer Ausfall bei Mercedes. Und Eclipse fällt auch aus. Den hat es jetzt auch gerade erwischt im Regen. Da hat noch die Mediums drauf gehabt. Pupti auch. Also ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl war. Wirklich, wirklich, wirklich schade an der Stelle. Eclipse, Pupti, Musculus, alle raus. Und vorne ist dann auch eher ein bisschen mau gerade, was die Zeiten angeht. Da gibt es ziemlich viel Abstand. Die einzigen beiden, die jetzt da vorne noch halbwegs gut unterwegs sind, sind Smoke und Lixon. Aber es gibt die Virtual Safety Car. Der Unfall von Eclipse wird jetzt hier erst einmal aufgeräumt. Und die Strecke ist wieder freigegeben. Smoke kommt gut vorbei. Kann hier dann nochmal eine Überrundung ansetzen. Und vorne wird es nochmal ein Duell geben. Leider drei Ausfälle hier, kurz nachdem der Regen eingefallen ist. Es wird immer schlimmer. Man sieht es auf den Fernsehbildern. Der Regen wird immer heftiger. Und es ist vielleicht sogar eine gute Entscheidung für Striker gewesen, hier die Reds draufzuziehen. Schauen wir mal, ob das sich dann tatsächlich als taktisch klug herausstellt und voraussehend. Vielleicht haben sie bessere Wetterberichte gehabt als der Rest hier in Hockenheim. Smoke also auf dem Weg, hier wieder Punkte zu sammeln gegen Slowcoach und seinen Abstand zu vergrößern. Aber wir sind ja erst in Runde 27, noch 40 Runden sind zu fahren hier. ...2,756 Sekunden. So viel muss Smoke noch auf Lixon aufholen. Das wäre natürlich eine Überraschung, wenn Lixon heute hier als Sieger in Hockenheim davon zieht. Sandro auf Platz 4. Ja, für ihn Regen. Schwierige Situation. Und Lixon wirklich stark unterwegs. Also der Junge zeigt gerade, warum er es verdient hat, hier auf Platz 1 unterwegs zu sein. Selbst im Regen läuft es bei ihm gerade. Smoke bei 3 Sekunden Abstand oder 2,739 Abstand. Ja, Mugu weit hinten, 21 Runden jetzt nur gefahren bei ihm. Aber der ist auch frisch dazugekommen. Und wir sehen Smoke jetzt gut unterwegs. Lixon wahrscheinlich mit dem Fehler hier vor der Parabolika. Smoke holt gut auf. Nur noch eine halbe Sekunde Abstand. Jetzt versucht er hier den Angriff. Und Lixon ist noch zu weit weg. Kann sich hier... Oh, jetzt hat er sich den Frontflügel kaputt gefahren. Smoke mit dem Flügelschaden. Lixon hat da ein bisschen früher verzögert. Dadurch Smoke hier in Bedrängnis gekommen. Hat sich vorne links den Flügel beschädigt. Mal sehen, ob das für ihn gut ist. Und Lixon fährt seine Linie. Der will im Regen jetzt gar nichts riskieren. Fährt hier auf der trockenen Ideallinie. Und es regnet immer mehr. Also ich glaube fast, dass die Wets jetzt demnächst wirklich eine Rolle spielen werden. Es wird immer mehr Wasser hier auf der Strecke. Und die Intermediates können auch nicht alles wegschaffen. Ja, und Smoke, der ist schnell im Regen. Das wissen wir. Er hat ja auch die meiste Erfahrung hier in der BK Gaming Racing League und kann auch im Regen. Der Rekordmeister gegen den Jungspund, gegen den Neuling hier in der BK Gaming Racing League. Lixon vorne. Hinten dran ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Da ist kein Zweikampf gerade zu beobachten. Wir sehen es auch an den Zeiten. 1,31er Zeiten. Der Regen ist unglaublich dicht mittlerweile. Wir sehen es auch. Es sieht nirgendwo aus nach Sonne gerade am Himmel.
Also da müssen wir auf jeden Fall schauen, wie das dann sich in Zukunft auch dann entwickelt hier im Rennen. Es könnte tatsächlich sein, dass es noch schlimmer wird. Die Berichte sind da nicht ganz eindeutig. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass der Winter wieder aufklart, aber da muss schon noch ein bisschen Zeit über die Landschaft ziehen. Wir sehen es auch, wie nass die Strecke hier ist. Die Intermediates werden noch eine Zeit lang funktionieren, aber ich bin am Überlegen, ob der Striker tatsächlich mit seiner Taktik hier vorne liegt. Oh, Smoke, da muss er jetzt aufpassen. Kann sich aber hier nochmal retten. Hat da ganz kurz sich verbremst. Eine Sekunde Abstand. Es gibt ja kein DRS jetzt im Regen. Oh, da sieht man es auch, wie er so ein bisschen ins Driften kommt. Da ist halt eben auch ein bisschen Aquaplaning angesagt dann auf der Strecke. Smoke fährt rein. Vielleicht holt er sich tatsächlich jetzt die Wet-Reifen. Muss auch tatsächlich reparieren gehen. Und Lixon bleibt vorne. Die Intermediates sind hier gut unterwegs. Mal schauen, ob Smoke sich die Wets abholt. Alles sieht eklig nach Starkregen jetzt mittlerweile aus. Lixon muss da aufpassen, dass er dann nicht denselben Fehler macht wie Slowcoach. Und Smoke zieht die Wets drauf. Also es sieht ganz danach aus, als ob jetzt auch Haas mit dem Wetter rechnet, dass hier Striker schon vor 6 Runden angekündigt hat. Und Sandro jetzt wieder dran an seinem Teamkollegen. Der bleibt noch draußen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht auch die Wets draufziehen sollte. Eine Runde braucht er eben noch. Klar, es war ein bisschen eng, deshalb haben sie gesagt, lieber lassen wir nochmal Sandro eine Runde raus. Für Smoke geht es hier halt tatsächlich um Platz 1. Und das Schwierige ist hier in dem Rennen jetzt wirklich die Sicht zu behalten. Wenn man da hinter einem fährt, sieht man fast nichts. Die Gicht ist da tatsächlich sehr extrem. Ich habe es im Silverstone gemerkt, dass es dort stark geregnet hat. Da ging dann wirklich, was Sicht angeht, null. Da konnte man sich nur noch an den Streckenbegrenzungen orientieren. Da muss man aufpassen, wo man entlang fährt, wie man fährt, weil das dann tatsächlich ganz schnell mal in einen Unfall hätte resultieren können. Jetzt Smoke dran, der will jetzt hier die Überrundung machen. Wird er weit rausgetragen, aber die Wets halten ihn hier auf der Strecke. Und das Duell kommt dann gegen Donny Chi, der hier jetzt auf den Intermediates schon seit 9 Runden unterwegs ist. Boah, wenn wir das sehen hier auf der Strecke, wie viel Wasser da steht. Ist ja auch so eine Thematik, ne? Je mehr Wasser irgendwo steht, desto mehr kommt man vielleicht auch ins Rutschen, desto eher kühlen auch die Reifen aus. Das ist eine, das spielt alles eine sehr, sehr große Rolle. Und deshalb ist Smoke wahrscheinlich jetzt auch auf die Wets umgestiegen, weil die eben mehr Grip versprechen, die dann auch hier besser funktionieren im Regen. Man sieht es auch, er lässt jetzt einfach mal Donny G stehen, als ob es nichts wäre. Und das Wichtige ist, dass man hier auch eher die Ideallinie fährt, weil die ein bisschen trockener ist. Da kann man auch leichter seine Reifentemperaturen halten, aber bei dem Regen, der gerade runterkommt, ist es dann auch wieder egal. Da ist so viel Wasser auf der Strecke, da kann man eigentlich nur noch die Wets umsteigen. Da ist auch die Ideallinie nass. Man sieht, die ist zwar ein bisschen klarer hier, aber die Fahrer versuchen ein bisschen innen zu fahren und versuchen hier das mitzunehmen. Sandro jetzt auch auf den Wets, hat also tatsächlich eine Runde gewartet. Slowcoach jetzt auf dem Weg in die Box, wir sehen vor ihm auch noch einen Fahrer, der reinkommt. Mime Mercedes unterwegs, Striker auf Platz 7 mit den Wets, der hat es also genau richtig gemacht. Hat zwar ein bisschen Zeit verloren, aber er kann jetzt durchfahren. Murph auf Platz 8 mit den Intermediates, der muss demnächst wahrscheinlich auch wechseln. Burdi auf Platz 9, der Regen ist extrem. Da kann man also nichts anderes sagen als, Leute, holt die Regenschirme raus und das Regencape, heute wird geplanscht. Dennis jetzt auf Intermediates nochmal unterwegs. Marcel auf Platz 11, Muru auf 15. Lixon auf 1, der kann also auf den Intermediates vielleicht nochmal ein bisschen was rausholen. Man merkt es aber auch hier an der Nordkurve, dass es da dann schon ein bisschen gefährlich wird. Man wird weit rausgetragen. Und Mi geht jetzt auch auf die blauen Reifen. Dadurch Striker jetzt vorbei. Der konnte sich also hier zurückkämpfen. Hat jetzt einen Platz
gut gemacht und ich bin gespannt, wo er am Ende landen wird. Wenn er mal vom Murph landen wird und das Rennen beendet, endlich mal, dann wird er sich richtig freuen. Das kann auch Motivationsschub für Striker bedeuten. Oh, das ist so brutal. Das ist aber auch so eine schöne Ansicht in der Parabolika, wie die Wagen da vorbeiziehen. Mii mit einer Sekunde Abstand, kann eventuell angreifen, hat aber neue Wets drauf. Ja, und da rutscht es auch ein bisschen, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber Striker war neben der Strecke, Mii easy vorbei, das haben wir gar nicht in den TV-Bildern gesehen. Mii vorbei und damit jetzt Platz 6 wieder für sie. Striker mit dem Fehler. Wichtig ist es jetzt auch, dass man hier nicht über overpaced, dass man hier nicht zu viel will im Regen. Es ist schon so schwer genug, sich auf der Strecke zu halten. Das hat man bei Striker jetzt gemerkt, wenn man zu viel will, dann kann es auch mal schnell dazu führen, dass man von der Strecke abkommt. Weil ein kleiner Fehler und es ist vorbei. Ist ja auch oft in dem Trockenen so. Im Regen ist es noch schlimmer. Da wird jede Nuance, die falsch läuft, schon bestraft. Im Trockenen kann man da vielleicht nochmal den Wagen retten oder auch nochmal ein bisschen aggressiver fahren. Man sieht es bei Striker, der hat Probleme. 33 Runden jetzt gefahren. Und Lixon hat Spaß. Der findet die Rutschpartie hier in Hockenheim wirklich schön. Intermediates immer noch drauf. Sehen, ob er die Pace da noch gehen kann mit denen. 20 Sekunden Vorsprung vor Smoke. Also ich bin echt am Überlegen, wie es dann laufen kann hier mit in Dixon. Ob er hier die blauen, da noch drauf zieht oder nicht. Die grünen Intermediates scheinen ihm zu liegen und er kommt noch zurecht mit dem Regen. Smoke auf den blauen Wets und Donny G auch noch auf den Intermediates. Also interessant. Wir haben es auch gehört, Striker und Murph haben Setup auf Regen eingestellt. Bin ich auch noch am hadern, ob das dann die richtige Wahl war, weil man dadurch jetzt in den ersten 25 Runden viel Zeit verloren hat und nicht mithalten konnte. Aber wenn jetzt das restliche Rennen so weiter bleibt, dann haben sie recht gehabt, dann haben sie die Mehrzeit der Zeit mit ihrem Setup in besseren Verhältnissen für sie verbracht. Ist ja auch wichtig, dass man da dann ein bisschen mehr Traktion, dass man ein bisschen mehr Abrieb bekommt, ein bisschen mehr Anpressdruck auf die Strecke, vor allem im Regen, muss man ein bisschen die Flügel auch verstellen, hinten eher ein bisschen höher stellen, dass man einfach diesen Druck dann auch auf die Strecke hinbekommt und eher mehr Grip dann will, als dass man hier versucht, mehr Geschwindigkeit rauszuholen in den Kurven zum Beispiel. Also es ist schon extrem wichtig, hier jetzt auch sein Setup vorbereitet zu haben und vielleicht auch in der Hinterhand zu wissen, okay, ich kann zumindest meine Flügel noch einstellen, dass das passt. Das werden ein paar Fahrer auf jeden Fall getan haben. Im Sinne der Reglements natürlich. Oh, Boxenstopp bei Donny G, der wird sich jetzt auch überlegen, ob er hier jetzt die blauen drauf zieht. Lixon dann immer noch an der Spitze, immer noch die Intermediates drauf. Wir schauen mal bei Donny G zu. Der holt sich neue Intermediates. Okay, rechnet er jetzt damit, dass der Regen wieder nachlässt? Also dann wäre der Wechsel auf die blauen Reifen fatal für Smoke, für Sandro, für Slowcoach, für Mii und für Burdi. Ja, der Regen ist ein bisschen weniger als vorher, aber so viel weniger auch nicht wirklich. Sandro auf Platz 4. Zwei Runden auf den blauen Regenreifen. Das sieht man auch bei Smoke, wie er hier mal ganz leicht ins Übersteuern kommt. Wir werden aber jetzt nochmal eine ganz kurze Pause gehen aus dem Regen in Hockenheim rein ins Trockene. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier in der Bigger Gaming Racing League. Euer Tai. Und damit recht herzlich willkommen zurück, Taika, für euch am Start hier in der Bigger Gaming Racing League. Ja, Striker auf Platz 8. Dahinter haben wir Burdi, Dennis und Marcel. Dann Mugu. Und dann haben wir tatsächlich vor ihm Murph, sein Teamkollege, den mittlerweile überholen können, der auf den Intermediates hier unterwegs ist. Der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Die Strecke ist trotzdem noch ziemlich nass. Mii auf Platz Nummer 6, auch mit dem blauen Reifen unterwegs. Sandro auf Platz 5. Slowcoach auf Platz 4. Donny G auf 3. Smoke auf 2. Und Dixon auf 1. Somit sind wir zurück aus der kleinen kurzen Pause und freuen uns darauf, dass die Intermediates anscheinend die bessere Wahl waren, weil es regnet tatsächlich nicht mehr so stark. Man sieht es auch in der Strecke, sie ist ein bisschen trockener geworden, die Gicht hat ein bisschen nachgelassen.
sieht nicht mehr ganz so dramatisch aus, wie es noch vor 3 Runden aussah. Ja, ein paar Fahrer müssten sich dann fragen lassen, ob sie sich nicht verspekuliert haben. Aber im Moment werden die Wets noch funktionieren. Oh, da muss jetzt Racing Point aufpassen. Da war Dennis gerade unterwegs. Slow Coach wechselt nochmal. Oh, Slow Coach ausgefallen! Beim Fahrt in die Box hat er sich hier den Reifen vorne weggefahren. Da sind wir gerade dazugekommen in den TV-Bildern. Auf einmal ist er weg. Team Schweiz fährt sich beim Boxenstopp selbst die Reifen weg. Zweimal. Einmal Muskulus und einmal Slow Coach. Oh, oh, oh. Da muss man nach dem Rennen nachfragen, was denn da schiefgelaufen ist. Konzentrationsschwächen eventuell. Slow Coach aus dem Rennen. Gerade wollten wir noch sagen, wir schauen mal kurz, welche Reifen er sich jetzt draufzieht. Oh, oh, oh. Da werden sie auf jeden Fall unzufrieden sein. Safety Car. Ja, weil die Boxeneinfahrt halt jetzt zu ist. Damit Safety Car jetzt hier in Hockenheim. Unglaublich. Team Schweiz befördert sich selbst hier ins Aus. Zweimal Reifenschaden, Aufhängung zerstört, Flügel zerstört, alles kaputt. Bei der Boxeneinfahrt im Regen. Klar, die Boxeneinfahrt ist auch so eine Thematik im Regen, die ist sehr rutschig, weil eben da auch nicht so viel gefahren wird wie auf der Strecke. Man muss immer ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Und Smoke wird jetzt das nutzen können, weil jetzt ist die Safety Car Phase und er hat die Wets drauf. Da haben wir Lixon. Vor ihm ist tatsächlich einer unterwegs, der darf aber vorbeiziehen. Das ist Sandro, der darf hier am Safety Car vorbeifahren. Donny G auf Platz 3, Sandro auch unterwegs. Mi, die können jetzt alle wieder aufholen. Oh, da hat sich jemand vorne den Flügel kaputt gefahren. Ich hoffe, es war nicht Lixon, es war Dennis. Ja, Dennis hat sich hier den Flügel kaputt gefahren. Und Donny G ist noch weit weg vom Feld. Sind Sandro, der jetzt an die Box kommt. Wenn da wieder Intermediates draufgezogen. Ja, da werden wieder Intermediates draufgezogen. Das sieht es auch an Profil. Murph auch wieder mit dabei und das Safety Car ist noch draußen. Sandro nutzt jetzt diese Phase. Wir sehen, wie alle jetzt auf die Intermediates ziehen und Lixon ist der freudige Gewinner dieses Pokerspiels um den Regen, denn er hat schon die ganze Zeit Intermediates drauf. Der wird sich jetzt halt freuen wie ein Ast, weil die Fahrer haben jetzt gemerkt, der Regen lässt nach. Ja, da kommt von hinten jetzt ein Ferrari angefahren. Das ist Donny G, der sich jetzt aufreut, dass Smoke jetzt mit am Start ist. Donny G hat ja schon die Intermediates drauf. Und alle werden wieder aufholen in der Safety Car Phase. Vorne ist also ganz schön was los. Ja, Slow Coach und Muskulus, beide ausgefallen. Es tut wirklich weh. Wichtig in der Phase ist jetzt, oh, Burdi ist auch ausgefallen. Oh, das tut mir auch leid. Er ist hier in Kurve 1. Mal sehen, ob wir was sehen bei Marcel. Ja, da steht er. Da steht sein Teamkollege vorne, auch links den Reifen. Auch bei der Boxenausfahrt. Nee, doch bei der Boxenausfahrt. Ich weiß nicht, was mit der Box heute kaputt ist. Ist die so schlecht geschnitten in Hockenheim? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wichtig in der Phase ist jetzt, seine Reifen irgendwie auf Temperatur zu halten. Das ist das Allerwichtigste. Anders kann man nämlich hier dann nicht den Grip aufrechterhalten. Wir sehen Mi, die hier hinter Lixon unterwegs ist, glaube ich. Oder ist es Pupti? Ne, Pupti ist ausgeschieden. Es muss Mi sein. Mi fährt jetzt rein an die Box. Möchte hier auch die Intermediates draufziehen. Ein bisschen spät, finde ich. Ja, da muss noch einiges aufgeräumt werden. Burdi ausgefallen beim Boxen. Außer wahrscheinlich hier links den Reifen weggeschossen. Und dann rausgerollt auf die Strecke. Und dann neben die Strecke gestellt. Zum Glück für ihn und für das restliche Feld. Ja, der Regen lässt nach. Es kann tatsächlich noch mal eine Trockenphase geben. Aber die Intermediates werden jetzt lange halten.
Aber Lixon wird halt demnächst reinkommen. Für ihn kommt eigentlich die Safety-Car-Phase tatsächlich zu einem schlechten Zeitpunkt. 16 Runden schon auf den Intermediates. Und das wird ihn nicht freuen. Dass er hier dann eventuell sehr viele Plätze abgeben muss. Ja, da versucht er auch die Reifen auf Vordermann zu halten. Auch sein Konkurrent Smoke ist hier am Aufwärmen der Reifen. Das ist genau die Problematik, die wir jetzt haben. Das Safety Car ist schon die dritte Runde draußen und das wird auf die Reifen gehen, auf die Temperatur vor allem. Und dann hat man nicht mehr den Grip-Level, den man benötigt. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Das Rennen wird wieder gestartet. Und Lixon. Oh, da gab es eine Berührung. Smoke hat da Glück gehabt. Er ist davon verschont geblieben. Aber ich glaube, hinten dran hat es tatsächlich Dennis erwischt. Der hat ja Flügelteile gelassen. Murph eventuell von hinten erwischt. Also Lixon glimpflich davon gekommen, aber Dennis hat hier einen Flügelschaden. Und Lixon macht jetzt extra ein bisschen langsamer. Möchte hier tatsächlich das Feld ein bisschen verzögern. Jetzt geht's raus, da muss er aufpassen. Jetzt volle Konzentration hier auf den Wiederstart. Das Safety Car kommt rein und Lixon hat jetzt alles in der Hand. Lixon beschleunigt hier und kann jetzt sich wieder absetzen. Hat er gut gemacht, hat er tatsächlich perfekt hier die Taktik genutzt, seine erste Position. Sandro jetzt auf dem Weg rein in die Box oder wie es ausschaut, hat er auch da einen Fehler produziert, hat er sich da auch einen Schaden geholt. Oh, Lixon mit Problemen, da haben wir es gesehen, da hat er fast nochmal sich hier weggeschmissen. Das ist genau das, volle Konzentration, vor allem im Regen muss man da aufpassen. Da ist halt jetzt wirklich alles rutschig. Oh, Smoke muss auch aufpassen, da gab es fast die Berührung. Ist hier mitten im Feld unterwegs als Zweiter, vor ihm eigentlich nur Leute, die ihn überrunden lassen müssen. Aber die fahren halt auch hier Rennen und da wird es jetzt nicht so schnell Platz geben. Dennis macht Platz und Smoke versucht vorbeizuziehen, hat er auf jeden Fall jetzt mal einen guten Platz weggeholt. Donny G ist auch dran, der will hier auch vorbeiziehen. 1,233 Sekunden. Restart ist durch und BK Gaming Racing League in Hockenheim ist jetzt in der 40. Runde. Noch 18 Runden und ja, was soll ich sagen, Lixon hat es stark gemacht. Der fährt da vorne weg, hat noch Murph hinter sich. Vorne dran ist dann jetzt Smoke, der ist jetzt an Murph vorbei. Bin gespannt, ob Lixon dann irgendwann an die Box kommt oder ob er noch warten kann. Ob er vielleicht noch auf eine Trockenphase warten kann. Wird jetzt taktisch sehr entscheidend sein, ob man hier nochmal auf trockene Reifen kommt. Das Lixon sollte versuchen, so lange wie möglich zumindest auf den Intermediates zu bleiben. So würde ich das zumindest fahren. Smoke ist dabei, der hat erst zwei Runden auf seinen Intermediates. Der Restart dazu gelungen, Dennis und Sandro wurden die Leidtragenden. Donny G ist nicht so weit weg von Smoke. Er fährt auch wieder vorne mit. Er hat ja so einen Knaller gelassen, als er in die BK Gaming Racing League kam. Hat ja Pole Positions geholt, hat Siege davon geholt. Jetzt im letzten Rennen in Australien hat er sein Auto weggeworfen gehabt. Jetzt in Hockenheim läuft es wieder rund. Die Taktik war vielleicht die falsche, weil der Regen dazwischen gefunkt hat. Er hat ja mit den harten Reifen angefangen. Leider jetzt zwischendrin dann zu früh eigentlich auf die Intermediates wechseln müssen. Dann auf die Wets halt nochmal. Das war also schwierig für ihn auch in diesem Rennen. Aber er ist dritter im Moment Podiumsplatz, das würde ihm gut stehen. Würde auch Team Italia Racing sehr weiterhelfen, weil Motorpower da in Schlagdistanz steht. Und die haben ja eine Fahrerin weniger, aber auch Team Italia Racing hat Eclipse verloren. Es fällt jetzt wieder näher beieinander. Wir sehen auch, der Regen hat noch nicht ganz nachgelassen, könnte noch so ein paar Runden gehen. Aber ich glaube, wir können vielleicht... Oh, Fehler hier bei Murph, da muss er aufpassen. Wird jetzt auch von Striker überholt. Oh, da hat er sich einmal gedreht. Nie jetzt auch vorbei. Und Smoke im Haas. S Motorsport. Auf Platz 2. Der Rekordmeister fährt hinter Lixon hinterher. Und hat keine Konkurrenz, gerade weil Slowcoach ausgefallen ist. Das wird Slowcoach auch ärgern. Ich habe ihn noch nicht in der Boxengasse wieder gesehen. Kann angreifen.
Er muss jetzt nur noch irgendwie an Striker vorbei. Der natürlich auch sein Rennen fährt und jetzt nicht da unbedingt nachgibt. Und Donichi ist auch nicht in Schlagdistanz. Und Onichi ist auch 2,3 Sekunden weg. Also das Rennen jetzt von der Taktik her überaus spannend. Es sind Abstände da und es gibt gerade keine Zweikämpfe, aber taktisch ist es jetzt sehr entscheidend, was die Teams auch an Wetterinformationen haben. Soll wahrscheinlich nochmal aufklaren zum Ende hin, aber es kommt darauf an, wann das denn aufklart. Man sieht auch schon Wissen im Hintergrund, dass es da auch die Wolken langsam dann nicht mehr zu sehen gibt. Aber es kann sein, dass es erst zum Ende des Rennens passiert und dann ist es egal. Wenn es jetzt aber 10 Runden vor Schluss kommt, dann kann man hier vielleicht nochmal umsteigen auf eine andere Art von Reifen. Man sieht auch, der Regen lässt immer mehr nach. Die Strecke ist auch fast wieder sauber. Also Nixon könnte sich überlegen, die Reifen zu wechseln. Es ist nur noch leichter Regen zu spüren. In manchen Passagen der Strecke. Also es kann gut sein, dass man jetzt hier wieder wechseln kann. Ich glaube, Nixon wird auch da dann tatsächlich im Vorteil sein. Da kann man einiges an Zeit gut machen. Er muss jetzt irgendwie versuchen, nochmal Abstand zu gewinnen. Da hat noch Smoke und Donichi hinter sich und Mi wird auch vorbeiziehen, vielleicht sogar noch Murph, aber dann dürfte er da rauskommen und hat dann den Reifenvorteil wieder auf seiner Seite. Also da auch taktisch der Vorteil bei Racing Point. Bei Tex Racing. Und das DRS ist auch wieder aktiviert, also da scheint es tatsächlich jetzt der Regen doch schneller verschwunden zu sein. Bei uns hieß es, ist wahrscheinlich noch 10 Runden, vielleicht auch zum Ende des Rennens, aber da hat sich jetzt gerade ein bisschen der Wind gedreht und die Wolken sind schneller verschwunden. Entsprechend jetzt trockene Strecke, DRS ist wieder zur Verfügung und ich würde an Nixons Stelle überlegen, ob ich nicht jetzt die Reifen wechseln gehe. Wäre auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt dafür. Smoke auf 2, Donichi auf 3. Würden sich das auch überlegen, also jeder muss nochmal auf die trockenen Reifen wechseln. Interessantes taktisches Rennen jetzt. Mal sehen, ob Nixon reinkommt. Und Nixon kommt rein. Er darf nur nicht den Fehler wie Slowcoach machen. Schönes Ding. Er kann wechseln. Smoke auch auf dem Weg rein. Oh, alle kommen rein. Jetzt ist Hochbetrieb hier in der Boxengasse. Hockenheim. Jetzt wird hier erstmal geschraubt und gelötet. Jetzt kommt auch noch Murphy rein. Sandro bleibt draußen, denke ich, nochmal eine Runde. Der hat ja schon die harten Reifen drauf. Alle auf Mediums. Also dick, 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 Nixon als erster reinkommt, darf als erster raus. Smoke steht noch, das wird ihn ärgern. Mi ist nochmal vorbeigezogen. Donichi ist auch schon draußen, direkt hinter Smoke. Das wird ja jetzt richtig spannend hier. Nixon alles richtig gemacht, hat gut Vorsprung. Und jetzt geht's los. Smoke gegen Donichi. Und da sehen wir tatsächlich noch einen Renault, der sich dazwischen reinschiebt. Oh, das wird jetzt erst Donichi gar nicht gefallen, weil der Renault hat mit dem Zweikampf gar nichts zu tun. Der macht auch direkt wieder Platz, hat noch die Intermediates drauf. Und Mi ist direkt an Striker dran. Also da ist auch nochmal ein schönes Duell entstanden zwischen Motorpower und SM Racing. SM Racing mit Striker und Murphy unterwegs. Und beide auf guter Position. Jetzt Mi als einzige Motorpower-Fahrerin auf 5. Vorne aber der Zweikampf zwischen Smoke und Donichi. Und Lixon hat 10 Sekunden Vorsprung nach dem Boxenstopp. Unglaublich, was seine Boxencrew da gerade geleistet hat. Da hat er einfach mal irgendwie nochmal 7 bis 8 Sekunden rausgeholt während des Boxenstops. Das ist unglaublich schnell gewesen. Und Smoke geht jetzt richtig hier. Wird jetzt richtig unter Druck gesetzt. Donichi auf Platz 3 versucht jetzt hier ihn anzugehen. Versucht hier zu vorbeizukommen. 6 Zehntel Abstand. Und Donichi kann in der Parabolica mit mehr Pace auf jeden Fall für sich glänzen. Der Ferrari ist da vom Motor her ein bisschen besser unterwegs wie der Haas. Schauen wir mal, ob der Haas jetzt hier mit Smoke zusammen seine Position auch verteidigt bekommt. Parabolika eine gute Option. Oh, da ist Mi im Weg. Die muss jetzt Platz machen. Die muss Platz machen. Das wird Smoke nicht gefallen. Das kann nicht sein, dass jetzt hier eine Mi, die eigentlich nichts mit dem Zweikampf zu tun hat, hier sich einmischt. Da muss sie vorbeilassen. Oh, was ein Dreikampf. Aber eigentlich ist es nur ein Zweikampf und der Mercedes mischt sich halt ein.
Und Donichi ist vorbei. Smoke wird sich ärgern, weil eben Mida im Weg stand. Sie hat da halt einfach nichts in den Zweikampf zu suchen. Das muss man auch so mal sehen. Aber was für eine Überholaktion da an der Stelle. Leider waren wir gerade onboard, weil der Kameramann gemeint hat, der muss jetzt gerade hier automatisch switchen. Das fand ich sehr schade. Das sah bestimmt nochmal von außen noch phänomenaler aus. Aber da können wir leider dann nichts dran ändern, wenn gerade die Übertragung hier meint, sie muss auf Onboard switchen. Das ist tatsächlich automatisiert an der Stelle. Smoke auf Platz 3 wird sich richtig ärgern, weil er den Platz nur abgeben musste, weil Mi da noch im Weg stand. Aber klar, sie wird in der Parabolika jetzt auch nicht gerade vom Gas gehen. Hat ja Murph hinter sich mit 1,5 Sekunden und Striker vor sich. Und die sind alle eine Runde halt hinten dran. Das tut halt weh. Die einzigen drei, die da vorne gut unterwegs sind, sind Smoke, Donny G und Lixon, die alles richtig gemacht haben in dem Rennen. Und da wird jetzt halt dann tatsächlich Smoke sich fragen müssen, warum ist Mi denn hier da jetzt unterwegs? Jetzt nimmt er die Innenbahn. Donny G versucht jetzt nochmal mit einer kleinen Variante nochmal die Linie anzupassen, schafft es aber nicht, hier Smoke hinter sich zu halten. Jetzt ist die Parabolika da. Und Donny G ist dran, versucht es auf der Außenbahn, versucht außen vorbeizukommen und Smoke versucht ihn abzudrängen. Und das hat er tatsächlich hier nochmal gut hinbekommen. Smoke damit jetzt durch und jetzt kommt der Ferrari irgendwo, der jetzt dann hinter dem Red Bull hängt. Und da muss er jetzt aufpassen. Also Smoke kämpft mit allem, was er hat, um hier dann Donichi hinter sich zu halten. Schöner Zweikampf auf jeden Fall an der Stelle. Murph nur noch eine Sekunde weg von Mi. Kommen jetzt in Kurve 7 und 8 raus. Geht's zu auf die Mobile 1 Kurve. Ja, und Donny G jetzt auch vorbei an Striker. Die muss ein bisschen aufpassen, so ein fünfter Platz würde ihr gut stehen. Und ist auch nur 2,8 Sekunden weg von Striker. Aber Murph muss jetzt schauen, ob er die dann nochmal ranziehen kann. Hat der es offen? Flügel wieder zu, schafft es nicht, sich ranzuziehen. Gucken wir vorne bei Donny G gegen Smoke. Eine Sekunde Abstand an der Stelle. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Duell, vor allem für Donny G, der sich hier wieder beweisen möchte. Nach dem Ausfall in Australien wird er hier in Hockenheim versuchen, nochmal einen Platz nach vorne zu kommen. 10 Sekunden Vorsprung für Lixon an der Stelle, der hier im Racing Point halt einfach mal zeigt, was man aus so einem Wagen alles rausholen kann. Spannendes Duell zwischen Donny G und Smoke. 20 Runden vor Schluss. Hinten Mi jetzt Abstand zum Murph vergrößert. 1,5 Sekunden nur noch. 1,6 Sekunden weg von Striker an der Stelle auch. Jetzt geht's rein durch die Sachskurve ins Stadion. Donny G gegen Smoke. Der Sturm ist vorbei, aber der nächste Sturm wartet auf uns. Und der heißt Donny G, der jetzt hier auf der Geraden eventuell nochmal aufholen kann. Hat jetzt hier DRS aktiviert, aber das wird ihm nicht lange, hier ranzusaugen. Nächstes ist dann die Parabolika, wo er die Chance hat. Einfahrt Parabolika. Und da ist Donny G dran. Jetzt muss er es nur noch gut nutzen. Mit mehr Geschwindigkeit mit. Muss jetzt hier die Mehrgeschwindigkeit nutzen in der Parabolika. Kommt gut raus. Kommt richtig gut raus. DRS jetzt zur Verfügung. Jetzt kann er hier Smoke angehen. Und versucht tatsächlich auf der Außenbahn. Kann dann in der Rechtskurve eventuell nochmal stechen. Und zieht tatsächlich easy vorbei an Smoke. Der versucht es nochmal auf der Innenbahn. Und Donny G muss das jetzt noch richtig spielen. Muss jetzt hier einfach nur eng rumziehen. Aber Smoke weiß halt auch, dass er hier dann den Vorteil hat. Nutzt ihn und bleibt vorne. Ja, der Ferrari und seine Kurvenlage. Das ist so sein kleiner Nachteil, den er hat. Die Sonne scheint jetzt wieder hier in Hockenheim. 19 Runden vor Ende. Lixon mit großem Abstand, der wird also heute hier vorne einfach sein Ding machen. Donny G gegen Smoke ist hier im Moment das Duell des Tages. In der 48. Runde. Wir haben natürlich noch ein Duell hinten dran, Murph gegen Mi und gegen Striker. Aber da können wir jetzt gerade nicht hinspringen. Er ist aktiv, der Ferrari zieht, aber er schafft es halt auf der Geraden auf Startziel nicht. Nordkurve jetzt durch, kommen auf die Einfahrt zur Parabolika. Da wird es jetzt spannend. Wieder schöne Sicht hier drauf auf den Zweikampf zwischen Donny G und Smoke.
Parabolika ist jetzt extrem wichtig. Da muss er wieder viel Geschwindigkeit mitnehmen. Und der Ferrari hat die Endgeschwindigkeit, um hier vorbeizuziehen. Gab es da eine Berührung? Hat er sich jetzt gerade einen Flügel kaputt gefahren? Jetzt ist er wieder dran. Jetzt muss er eigentlich die Tür zumachen. Er muss die Tür früher zumachen. Das darf er so nicht offen lassen. Smoke nutzt immer wieder die Innenseite, die Innenbahn. Das sehen wir auch, ein kleiner Flügelschaden vorne rechts bei Donny G. Also da Smoke immer mit dem Vorteil dann nach der Parabolika in Kurve 5 in der Spitzkehre. Da kommt er immer wieder gut vorbei. Da muss Donny G sich was einfallen lassen. Muss wahrscheinlich die Tür vorne zumachen. Jetzt gucken wir aber erstmal auf das Duell zwischen Mi und Striker. Gucken wir mal kurz rein, ob es da nochmal eine Veränderung gibt. Mi ist dran, sie muss halt geduldig bleiben. Das ist die wichtigste Regel beim Rennsport. Geduld ist das, was einen guten Rennfahrer ausmacht und er sich den Gegner sozusagen zurechtlegt. Gucken wir nochmal nach vorne. Donny G jetzt mit Smoke auf das Startziel, aber da wird wieder nicht viel passieren. Da kommt er irgendwie nicht ran. Dafür ist die Startziel anscheinend zu kurz in Hockenheim. Jetzt Nordkurve durch. Bleiben wir bei dem Duell. Oh, mies, zaugt sich auch nochmal ran. Ganz kurz mal hinspringen. Aber da passiert ja nicht viel, deshalb gehen wir wieder vor. Donny G ist dran und Smoke möchte hier natürlich jetzt in der Parabolika seinen Vorsprung vergrößern. Hat es auch geschafft. Diesmal Donny G fast eine Sekunde weg. Aber die holt er jetzt wieder auf. Und vielleicht kann er sich jetzt Smoke eher zurechtlegen. Schauen wir mal. Boah, Mi ist dran. Jetzt muss er da tatsächlich ins Duell. Und Mi überholt hier Striker. Schönes Ding von Mi. Schafft sie, an Striker vorbeizuziehen. Am Ende der Parabolika bleibt sie auch vorne. Stark gemacht von Mi. Platz 4 im Moment für sie. Nach vorne ist es dann schwierig, da fehlt ihr eine Runde. Außer Donny G und Smoke kriegen sich irgendwie die Haare. Dann ist da noch eine Option da. Wir haben Striker im Duell mit Mi. Möchte jetzt wieder zurückschlagen, der Red Bull gegen den Mercedes. 13. Abstand. Motorbauer gegen SM Racing. Red Bull gegen Mercedes. Also ziehen rum. Kommen jetzt rein auf die Südkurve, Startziel. Und dann schauen wir mal, ob jetzt Striker sich hier zurückmelden kann. Vorne das Duell zwischen Smoke und Donny G auch am Laufen. Striker kann hier sich ransaugen, muss jetzt aufpassen, dass es keine Berührung gibt. Und die anderen beiden kommen jetzt in die Parabolika rein. Da kann vielleicht Donny G nochmal ansetzen. Ich springe mal kurz zu Smoke und Donny G nochmal nach vorne. Also das Duell hier, Platz 4, Platz 2, da ist einiges drin. Aber Donny G schafft es diesmal nicht, sich ranzusaugen. Deshalb wieder zu Mi und Striker. Und Striker versucht es. Er ist jetzt hier dran am Heck. Ein Zehntel nur noch. Am Ende der Parabolika kommt es jetzt darauf an, welche Linie sie fahren. Und Mi fährt den weiten Bogen. Macht jetzt aber die Tür innen zu. Schön gemacht. Und damit ist Mi immer noch vorne. Und Donny G ist jetzt dran an Smoke. Wir switchen jetzt immer mal wieder hin und her. Murph gegen Striker ist natürlich auch noch am Laufen. Aber wir versuchen natürlich so viel Content wie möglich hier dann rüberzubringen und auch alle Duelle, die jetzt gerade vorne passieren, euch irgendwie zu präsentieren. Und das ist wirklich gerade sehr spannend hier zwischen Donny G und Smoke und Mi und Striker. Aber Striker jetzt eine Sekunde weg, hat da wohl Fehler dann produziert und Murph kommt da jetzt auch nicht mehr ran. Also dementsprechend können wir jetzt vorne bei Donny G und Smoke bleiben, bis sich da wieder was verändert hinter den beiden. Mi gegen den Rest der Welt, gegen SM Racing. Motorpower mit einer Fahrerin. Und das wäre natürlich so schön, wenn die jetzt heute den vierten Platz holt. Hartes Rennen, es hat geregnet, jetzt ist es wieder trocken und die Jungs müssen und Mädels müssen dann schauen, dass sie jetzt ihre Reifen übers Ziel bringen. Wir haben noch 15 Runden nach dieser. Und Donny G ist dran. Smoke fährt hier tatsächlich ein gutes Rennen, aber Donny G hat hier auf der Parabolika eben seine Vorteile. Das ist eben der bisschen stärkere Motor. In den Kurven ist Smoke dann vorne. Jetzt kann Donny G tatsächlich auch die Innenbahn nutzen. Kommt hier wieder gut durch, aber Smoke hat jetzt in der Parabolika dann tatsächlich wieder die Nase vorne, weil er hier die Innenseite nutzen kann. Das ist immer seine Taktik. Da muss sich Donny G wirklich was einfallen lassen. Smoke weiß, er kann Donny G vorbeiziehen lassen, solange er hier dann auf am Ende der Parabolika in der Spitzkehre dann die Innenseite nutzen kann. Das läuft also gut für ihn. Man merkt es auch, sein Setup eher auf die Kurven ausgelegt, eher auf den kurvigen Teil der Strecke. Die Parabolika scheint ihm ein bisschen egal zu sein. Klar, da brauchen wir auch gewisse Pace, muss da auch vorne bleiben, aber sein Setup ist eher hier auf das Infield ausgelegt nach der Parabolika. Durch die Sachskurve durch. Donny G muss da ein bisschen rankommen. Vielleicht kann er es auf Stadtziel dann mal schaffen. Da ist noch eine Option für ihn auf jeden Fall. Ansonsten sehe ich es tatsächlich als schwierig an. Oder er muss vorbeiziehen und
die Innenseite zumachen. Das ist die andere Option. Smoke verteidigt aber genau diese Linie halt immer. Wenn man sich jetzt anschaut, Smoke fährt immer so, dass er in der Parabolika am Ende auf der Innenseite steht. Das macht er also auch geschickt, weiß auch, dass er das tun muss. Und jetzt der nächste Angriff. Nächster Versuch von Donichi. Parabolika läuft. Ja, diesmal ist er zu weit weg, so wie das ausschaut. Ja, da ist er zu weit weg. Und Smoke, man sieht es auch hier schon wieder, er fährt die Kampflinie, trotz dass Donichi zu weit weg ist. Da kommt Donichi aber jetzt gefährlich nah dran. Fast der Fehler bei Smoke, der sich fast gedreht hätte. Sehr, sehr spannend. Und da ist wieder Donichi, der versucht tatsächlich alles. Und Smoke muss aufpassen, wird jetzt weit rausgetragen. Entschuldigung, ich muss, glaube ich, demnächst mal meine Kehle ein bisschen anfeuchten. Aber wir können jetzt hier gerade nicht raus. Das geht nicht. Wir müssen hier im Kampf bleiben. In dem Zweikampf, der ist viel zu spannend. Oh, Lixon mit dem neuen schnellsten Runde. Also der Junge, der überzeugt heute in Hockenheim. Smoke gegen Donichi, ja. Startziel ist wieder eine Option, aber da ist er wieder zu weit weg. Also das Infield, die Sachs-Kurve, die hat Smoke drauf. Sachs und Süd und Nobel One. Das ist so sein Gebiet. Da kommt Donichi einfach nicht ran. Setup also eher auf diese Art. Diese Art von Strecke dann auch ausgelegt bei Smoke. Donichi dann eher auf der Parabolika stark, liegt auch ein bisschen am Motor natürlich. Das wissen wir auch, der Ferrari-Motor ist stark. Brauchen wir nicht groß zu bereden. Die Endgeschwindigkeit ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Da läuft es halt beim Ferrari. Aber in den Kurven hat er die Aerodynamik einfach nicht so drauf. Da fehlt es ihnen dann wieder. Ja, Ende der Parabolika auch keine Chance für Donichi. Und jetzt 1,4 Sekunden Abstand. Nie konnte sich absetzen. 3 Sekunden Vorsprung jetzt mittlerweile. Und Donichi muss sich überlegen, wie er Smoke hier Einhalt gebieten kann, wenn er mal vorbei ist. Dazu muss er eigentlich schon in der Kurve vorher in der Parabolika dafür sorgen, aber Smoke passt auf wie ein Fuchs, dass es da keine Verschiebung gibt. Jetzt sehen wir mal ein schönes Bild hier vom Flügel von Smoke, wie es hier reingeht ins Stadion. Ich war auch mal bei der DTM oben da hinten rechts gesessen. In der Kurve drin. Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Hockenheim ist ja nicht so weit weg von meiner Heimat. Donichi 1,3 Sekunden jetzt Abstand. Also das scheint mir jetzt tatsächlich so ein bisschen gelaufen zu sein, das Duell. Kommt hier gerade nicht dran. Gucken wir mal bei Smoke, was da vorne jetzt gegen Dennis passiert. Der hier jetzt Platz macht und ihn Smoke dann fair vorbeilässt. Gucken wir mal bei Donichi, da sieht es auch fair aus. Dennis auf Platz 9 im Moment. Hinten dran ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Auch bei Donichi und Smoke ist jetzt gerade ein bisschen die Luft raus. Donichi gönnt sich mal eine kurze Pause. Und apropos Pause, ich bin gerade überlegen, ob es ein guter Zeitpunkt noch ist, um dann die letzten 10 Runden dann nochmal für euch aufzuarbeiten. Weil jetzt so ein bisschen gerade das Feuer raus ist bei Donichi. Der Ferrari kommt gerade nicht ran. Deshalb werden wir jetzt mal kurz noch in eine Pause gehen und sind dann gleich wieder für euch da. Ja, und damit willkommen zurück bei BK Gaming Racing League und Taikar. Meine Stimme ist jetzt wieder hoffentlich ein bisschen geölt. Wir haben auch gerade den Überholvorgang von Murph gegen Striker hier ganz kurz noch gesehen. Striker mit Problemen gerade. Genauso Donichi, der verliert immer mehr Zeit auf Smoke. Also da das Duell im Moment gelaufen. Vielleicht hat er auch Probleme irgendwo am Auto, vielleicht ist es der Flügel, der ihm jetzt gerade Probleme macht, da hat er vielleicht auch Pace rausnehmen müssen, vielleicht ist der Sprit auch langsam hier ein Problem für ihn, hat aber vorne rechts auch einen Schaden, muss halt jetzt wahrscheinlich darauf achten, dass er hier auf Platz 3 bleibt, wollte nicht weiter in die Zweikämpfe gehen, Striker verliert immer mehr Power hier auch im Rennen, ist da jetzt mit 1,7 Sekunden schon hinter Smurf unterwegs, also da gibt es auf jeden Fall noch ein Thema, wir sehen auch Marcel gegen Dennis an der Stelle. No gegen Racing Point.
Und Lixon, also Hugo, das Rennen auch aufgeben, steht in der Box. Lixon steht hier auf 1 und fährt einfach ein schönes Rennen. Der hat hier seine Ruhe weg. Kann hier vorne mit 11, fast 12 Sekunden Vorsprung das Feld anführen. Hat noch 9 Runden vor sich. Smoke auf Platz 2. Muss noch schauen, ob er es irgendwie einholen kann mit den Mediums. Alle mit 14 Runden ausgestattet. Murph hat halt auf seinen roten Reifen 14 Runden und muss irgendwie noch 9 Runden draufpacken. Ich glaube, das wird er nicht hinbekommen. Muss also nochmal in die Box. Hat sich da ein bisschen verspekuliert. Aber wir kennen Murph, vielleicht beißt er sich auch durch. Aber Smoke verliert auch auf Lixon. Also Lixon eine schnellste Runde nach der anderen. Donny G verliert hier auch fast nochmal ein Zehntel und verliert jetzt tatsächlich viel Zeit auf Smoke. Hat wohl auch ein paar kleine Probleme. Eine neue beste Rundenzeit von Lixon. 1:16.620. Also der Grip kommt jetzt langsam auch auf die Strecke wieder zurück. Beim Regen wurde er ja weggespült. Das ganze Gummi, das da war, ist dann auf einmal wieder weg und es muss sich erst neu aufbauen. Jetzt so langsam kommt es wieder zurück und Lixon kann es nutzen. Und Smoke wird sich auch fragen, wie macht der Junge das? Der ist nämlich jetzt 13,176 Sekunden vorne dran. Mi auf 4. Eine Runde hinter Donny G. Und es gibt vielleicht noch die Option, ja, sie müsste halt irgendwie eine ganze Runde aufholen. Weil Donny G ist jetzt wirklich sehr langsam unterwegs. Wir werden kurz onboard gehen bei Lixon. Dann Hockenheim genießen bei der Einfahrt hier ins Stadion Sachskurve. Dann kommt hier Südkurve. Und dann geht's rein ins Stadion. So ein schöner Anblick, wenn man hier reinfährt. Als Fahrer nimmt man das gar nicht so wahr, aber wenn man hier in der TV-Komma unterwegs ist, sind das einfach nur schöne Bilder. Nordkurve durchziehen, jetzt geht's rauf auf die Parabolika-Einfahrt. Da muss man schauen, dass man genug Geschwindigkeit mitnimmt, um dann in der Parabolika vorne zu liegen. Der S-Zone, die darf man natürlich nicht nutzen, weil er keinen Wagen vor sich hat. Eine Sekunde, unter einer Sekunde Abstand, aber die Parabolika extrem wichtig. Da ist die schnellste Passage im ganzen Rennen. 300 km/h schafft er nicht ganz. Also hat auch sein Setup anders abgestellt. Ist jetzt in der Spitzkehre drin. Da muss man die Linie gut fahren. Er kann natürlich Ideallinie fahren. Rein jetzt in Kurve 5, 6, in 6, 7, 8 an der Stelle. Kann hier dann auch schön die Kurven nehmen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Aber das geht hier noch. Jetzt langgezogene Rechtskurve. Da kann man viel Geschwindigkeit mitnehmen. Kann hier dann auch fast mit Vollgas durchziehen. Kurz ist es gelupft bei ihm und kommt dann rein in die Sachskurve. Oh, da wird es rutschig, da muss man aufpassen. Hat auch gut die Geschwindigkeit rauskommen. Darf man nicht zu früh auf dem Gas stehen, weil sonst haut es ihm hier das Heck weg. Damit wieder Südkurve durch und dann wieder auf Startziel. Und dann werden wir hier tatsächlich wieder in die Übertragung reinspringen und schauen, was hier passiert. Marcel überholt jetzt gerade. Er wird überholt von Dennis. Damit Dennis jetzt vorbei. Schönes Duell auch hier um Platz 8. Wichtige Punkte auch für die Jungs von Tex Racing. Toxic Motorsport mit Marcel und Burdi. Ist nur noch Marcel mit dabei. Donny G, 10,3 Sekunden. Jetzt muss er rein und wechselt wahrscheinlich auf gute Reifen. Flügelwechsel auch noch, 17 Sekunden dauert das alles wahrscheinlich. Oh ja, das dauert jetzt tatsächlich ein paar Sekunden. Na, 12, ja, es dauert schon 20, 25 Sekunden mit Boxen, Einfahrt und Ausfahrt. Aber er hat jetzt die roten Reifen draufgezogen, man sieht es. 10 Sekunden auf einmal draufgeschrieben. Man muss jetzt gucken, dass er die wieder aufholt. Ich bin gespannt, ob er jetzt mit den roten Reifen das schaffen wird. Es wird spannend. Smoke, 15 Sekunden Abstand auf Lixon. Ich bin echt gespannt, also Donny G will es nochmal wissen. Der will vielleicht auch nochmal die schnellste Runde haben hier. Einfach die roten Reifen nochmal draufgezogen, weil er weiß, er kann es sich leisten. So ist es nicht. Er hat ja genug Vorsprung, eine Runde fast auf Mi. Das konnte er sich also leisten. Er wusste auch, dass er jetzt gerade an Smoke nicht mehr reinkommt, also warum nicht probieren. Die Reifen hat er eh dabei. Das nenne ich Ehrgeiz. Sandro jetzt dran an Striker, hat die harten Reifen draufgezogen.
möchte damit durchziehen. Weiß auch nicht, ob die ganz richtige Wahl war für ihn, aber vielleicht ist sein Setup einfach reifenverschleißender wie der Rest. Deshalb musste er hier in den harten Reifen jetzt reingehen, ist aber dran an Striker und kann eventuell nochmal Platz gut machen. Platz 7 im Moment für ihn. Hat auch ein bisschen Pech gehabt so zwischendurch. Schauen wir mal, ob er jetzt hier auf Startziel sich nochmal rankämpfen kann. Hat jetzt hier das DRS offen. Die Bearings halten auch. Battlets. Auf geht's. Sandro versucht jetzt auf der Parabolika. Da jetzt hat natürlich die Chance für ihn vielleicht auch am Ende nochmal zuzustechen. Muss auf die Innenbahn ziehen. Jetzt muss er rüber. Und hat jetzt den Vorteil auf seiner Seite. Und schlägt Striker, der aber auch angeschlagen war. Schön von Sandro, wie er sich jetzt hier in der Parabolika Striker einfach mal schnappt. Und wir sehen hinten dran dann, glaube ich, Donny G. Und Sandro jetzt auf Platz 6. Nochmal gut verbessert. Ich glaube, ich sehe ein paar Regentropfen. Vielleicht eine optische Täuschung. Nee, das ist alles in Ordnung. Doch, ganz leichte Regentropfen wieder. Oh, es könnte zum Ende nochmal regnen. Es können die letzten Runden nochmal regnen. Oh, das war auch eng für Sandro. Da hat er aber spät in die Kurve eingelegt. Also es könnte nochmal ein bisschen Nieselregen geben hier am Ende. Die letzten 4 Runden. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal eine reinkommt. Aber es fängt tatsächlich nochmal an zu regnen. Oi, das könnte nochmal die ganze Taktik von einigen überhaufen werfen. Jetzt sieht man es auch hier auf der Kamera. Oh, das wird jetzt nochmal richtig gefährlich für manche Fahrer. Die dürfen sich jetzt nichts mehr erlauben. Lieber den Platz sichern an der Stelle, wenn sie nicht mehr auf die Intermediates wechseln können. Und da wird sich Donny G ärgern. Der wird sich richtig ärgern. Der hätte jetzt nochmal Intermediates draufziehen können. Aber klar, vielleicht wird die Strecke nicht mehr so nass. Schauen wir mal. Donny G muss vorbei an dem Red Bull. Ja, und das schafft er auch wenn der Regen jetzt gerade hier am Ziehen ist. Und jetzt müssen alle halt Risiko fahren. Es sind noch 5 Runden insgesamt. Ich glaube aber, es sind noch 5 Runden tatsächlich. Ja, 4 Runden jetzt nur noch. Nixon ist übers Ziel gefahren. So, Donny G. Das ist auf jeden Fall spannend. Sandro ist dran mit seinen harten Reifen. Murph mit 19 Runden auf den roten. Also das kann auch nicht mehr lange durchstehen. Da wird Sandro vorbeiziehen. Schönes Ding auch, wie Sandro sich da nochmal zurückmeldet und nochmal ein paar Plätze gut macht. Es wird Haas gefallen an der Stelle. Das wird auch erst Motorsport gefallen. Was es so zeigt. Lange durchgehalten, ruhig geblieben. Hat man bei jungen Fahrern ja oft, dass es dann eher andersrum läuft, dass man sehr hektisch wird, dass man da Probleme hat und dass man dann eher einen Fehler macht. Und da ist Sandro richtig stark drin. Jetzt kommt Donny G, der vorbeizieht. Oh, enges Ding, da muss Donny G auch aufpassen. Vor allem Regen. Leichter Regen jetzt im Moment. Marcel zieht es vorbei, weil Dennis hier einen Fehler gemacht hat. Der ist hier einmal von der Strecke runtergekommen. Gehen wir jetzt direkt ran. Da will jetzt Donny G nochmal vorbei. Sandro muss auch Platz machen. Und jetzt versucht hier tatsächlich Donny G und Sandro macht Platz. Lässt jetzt hier seinen alten Kollegen vorbeiziehen. Und der drängt tatsächlich auch dann nochmal hier den Red Bull auf die Seite. Muss jetzt aber auch hier Platz machen und der Red Bull ist dran. Sandro hinter Murph und jetzt kann vielleicht Sandro die Chance nutzen, bleibt aber hinten dran, weiß genau, er muss ihn sich nur zurechtlegen, er weiß auch, dass der Fahrer vor ihm schon sehr alte Rotreifen hat und jetzt versucht das hier tatsächlich mit der Brechstange Sandro vorbei an Murph, schöne Überholaktion und damit keine Chance für Murph, da sind die Reifen einfach zu Ende gefahren, der kann, Fehler von Murph, jetzt muss er aufpassen, steht hier jetzt mitten auf der Strecke, aber schafft sie nochmal den Wagen zu retten, bevor er in die Bande reinrauscht. Oh, hoffen wir, dass gerade keiner kommt. Nee, auf dem Radar nichts zu sehen. Alles gut, er darf durch. Sandro auf Platz 5. Holt jetzt sich aber nochmal Reifen ab, was ich jetzt gerade nicht ganz verstehe. Ja, die Intermediates jetzt nochmal. Er will vielleicht nochmal Mi einholen, aber die ist auf den Mediums unterwegs und hat nur noch 3 Runden vor sich. Also das, ja, vielleicht auch 4. Aber Sandro jetzt mit den Intermediates versucht es nochmal damit rauszuholen. Und das wird Donny G tatsächlich ärgern, weil er hat ja erst die Softreifen draufgezogen, so ein, zwei Runden, bevor der Regen angefangen hat. Also da taktisch
für Donichi jetzt nicht unbedingt die weiseste Entscheidung, weil vielleicht in den Mediums besser gewesen wären, aber das hätten wir dann nochmal ein bisschen rauszögern müssen mit den Mediums an der Stelle. DRS ist jetzt deaktiviert. Jetzt kommt es drauf an, wer kann im Regen mit Slicks, wer kann und wer will, muss wechseln. Muss Slicks dann nochmal in die Box oder schafft das hier mit seinen Mediums durchzukommen? Smoke an der Stelle auch unterwegs, der wird sich halt auch dieselbe Frage stellen müssen. Donichi wird sich ärgern, der Boxenstopp hat ihm nichts gebracht, denn ist jetzt vorbei an Marcel. Marcel neben der Strecke hat sich hier den Flügel vorne rechts kaputt gefahren, wartet aber fair, bis alle vorbei sind und vorne rechts fehlt halt jetzt ein Stück. Striker auf Intermediates unterwegs, genauso Sandro. Also da Sandro jetzt tatsächlich gut unterwegs. Das wird halt auch echt heftig. Mediums bei Regen sind halt schon nochmal eine Sache für sich. Das muss man können, das muss man lieben. Und sie kommt rein und Sandro kann... das wird jetzt gefährlich, nicht, dass er jetzt hier dasselbe Fehler macht. Da schwimmt sie förmlich hier. Da schwimmt sie in die Boxengasse. Das hätte nochmal böse ausgehen können. Jetzt natürlich die Frage, kommt Sandro vorbei? Da hat er die Intermediates jetzt schon drauf. Smoke holt sich auch nochmal die Intermediates und Donichi kommt auch rein. Also alles viel zu gefährlich. Fahrer schaffen es also nicht. Lixon bleibt auf den Mediums und muss aufpassen. Hat halt jetzt 35 Sekunden Vorsprung. Mii auf den Intermediates kommt raus vor Sandro, der jetzt erst auf Startziel ist. Striker unterwegs. Sehr eng genommen. Muss aber aufpassen. War schon ein bisschen im Rutschen. Da hat das Auto sich komplett durch die Kurve bewegt. Donichi 36 Sekunden. Hinter Smoke und Smoke hat jetzt auch Intermediates drauf. Lixon mit 33 Sekunden Vorsprung. Jetzt ist halt die Frage, reicht ihm das ins Ziel? Noch eine verdammte letzte Runde. Und er zieht es halt durch mit den Mediums. 18 Sekunden ist er langsamer und das reicht dann Smoke nicht. Es würde Smoke nicht lange, ihn aufzuholen. Letzte Runde für Lixon, der mit den Mediums im Regen hier das Rennen beenden möchte. Und Smoke versucht hier tatsächlich dann nochmal anzugreifen. Und es wird Donichi richtig ärgern. Er hätte ein, zwei Runden früher auf Intermediates wechseln können. Er hätte zwei Runden warten müssen mit seinem Boxenstopp. Dann hätte das vielleicht besser ausgehen können. Und Lixon muss jetzt nur aufpassen, dass er keinen Fehler mehr macht. Wir bleiben jetzt bei ihm. Überraschung, Überraschung. Lixon von Tex Racing kann hier wahrscheinlich einen Sieg einfahren. Platz 1 auf Mediums im Regen. Weil er nämlich die letzten Runden jetzt darauf zu Ende fahren möchte und gar keinen Boxenstopp mehr eingehen wollte. Aber man sieht, Smoke hat schon fast 10 Sekunden aufgeholt. Also es kostet schon richtig viel Zeit mit dem Mediums und das weiß auch Lixon. Der wird versuchen, jetzt bis zum Ende durchzuhalten. Kurve 6, 7 und 8 ist er jetzt durch. Kommt jetzt auf die Mobile 1 und wir sehen, Smoke ist jetzt am Ende der Parabolika durch die Spitzkehre. Lixon hat noch 25 Sekunden Vorsprung. Kommt jetzt rein ins Stadion. Äußeres Feld. Rein in die Sachskurve. Und damit dürfte es durch sein. Also ich glaube, natürlich, die Stelle ist nochmal gefährlich. Lixon muss da jetzt aufpassen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ja, da sieht man schon. Da will das Heck ausbrechen. Uiuiui. Aber der Junge weiß, was er da tut. Jetzt nochmal rein ins Stadion. Die letzten Kurven für Lixon. Bis er hier seinen ersten Sieg an seinem ersten richtigen Rennen. Da rutscht er nochmal. Was für eine Schlitterpartie nochmal für einen Lixon. Was für ein enges Ding, da jetzt ihn fast nochmal weggehauen in der allerletzten Runde. Gratulation an Lixon für diesen Sieg hier in Hockenheim. Mit einem kleinen Drift schiebt er sich hier nochmal über die Startziellinie. Smoke kommt als Zweiter hier durch das Ziel und Donichi darf sich hier dann auf den Dritten freuen. Er muss jetzt nur noch ankommen, ist jetzt tatsächlich weit zurückgefallen. Mii auf dem Vierten wird sich auch super freuen. Sandro mit den Intermediates eine Runde früher reingekommen, aber am Ende langt sie nicht. Es hätte ihm gelangt, hätte Mii nicht auch den Wechsel gewagt. Murph ist auf den roten Reifen immer noch unterwegs und jetzt kommt da nochmal eine Mii vorbei. Und für Murph heißt es jetzt auch durchs Ziel fahren und Mund abputzen. Platz 7 in dem Falle, Mii jetzt auch Platz 4. Donichi auf 3, er kommt jetzt auch über Startziel. Gratulation auch hier für den auf Podiumsplatz. Richtig stark zurückgemeldet auch wieder nach dem Ausfall in Australien. Ja, und Striker auf Platz 6. Und dann haben wir noch Marcel, der jetzt hier seine ersten Punkte in der Baker Gaming Racing League auch einfahren darf. Und wir sind sehr, 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 sehr zufrieden mit diesem Rennen. Denn es war mal wieder alles dabei. Es war ein schönes Rennen. Es hat einen verdienten Sieger gehabt. Es war richtig viel Zweikampf hier drin. Es hat alles gegeben beim Wetter. Und wir freuen uns tatsächlich jetzt auf die Siegerehrung. Und gratulieren Lixon an der Stelle nochmal.
Ja, und Smoke auf dem zweiten wird sich auch riesig freuen, vor allem sehr viele Punkte, die hier Slow Coach dann liegen lassen hat. Das schwebt natürlich auch im Hintergrund mit. Und der Italiener im Ferrari-Outfit darf sich auf den dritten Platz freuen. Mi ist Vierte, das wird sie auch sehr freuen. Sandro Fünfter hat sich nochmal gut zurückgekämpft. Striker und Murph endlich mal wieder im oberen Mittelfeld angekommen. SM Racing damit wieder so ein bisschen rehabilitiert. Schauen wir mal, ob es so in Zukunft weitergehen kann. Dennis mit einem achten Platz, unglaublich. Marcel und Bur auch mit dabei. Danach leider die Ausfälle. Burdi, Slowcoach, Musklus und Pupti sowie Eclipse konnten das Rennen nicht beenden. Trotzdem super Rennen hier in Hockenheim in Deutschland. Wir danken euch schon mal, dass ihr das live miterlebt habt. Wir werden jetzt nach dem Rennen nochmal in die Interviews gehen. Das sehen wir uns gleich wieder. Euer Tai. So, willkommen zurück hier in der Baker Gaming Racing League. Taika für euch am Start, Hockenheim. Ja, es gab noch ein paar Änderungen am grünen Tisch. Da an der Stelle nochmal die Information. Dadurch, dass Lixon die Trainingsrunden nicht ganz erfüllt hatte, hat er noch eine Zeitstrafe natürlich aus dem Reglement heraus. Dadurch ist er Zweiter. Smoke hat also dann an der Stelle das Rennen heute zumindest außerhalb des Rennens dann als auf dem ersten Platz gewonnen. Das nur mal noch vorab für euch Zuschauer da draußen. Ja, fangen wir aber erstmal an. Vielleicht auch bei den Leidtragenden, auch bei Musculus an der Stelle. Ja, bei dir gab es anscheinend bei der Boxenausfahrt ein kleines Thema, da hast du dir den Reifen weggefahren und dein Kollege Slowcoach ist Ähnliches passiert bei der Boxeneinfahrt. Wart ihr heute zu unkonzentriert oder war der Druck einfach zu hoch? Ja, bei mir war das ein ganz komischer Vorfall. Als ich die Box verließ, da mit den neuen Intermediates, sind plötzlich alle Systeme vom Auto für einen kurzen Moment komplett ausgefallen. Und ja, dann im nächsten Moment habe ich mich in der Mauer wieder gefunden. Also das ist jetzt natürlich, klingt wieder wie eine sehr billige Ausrede. Aber ja, ich fürchte, ich konnte heute nicht viel machen. Ja, schade drum. Hat ja gut ausgesehen, gut angefangen. Slow Coach auf 1, dann gab es die kleine Berührung vorne. Aber am Ende leider zwei Ausfälle. Kann man sich da vielleicht auch für die Zukunft dann Besserungen erhoffen? Ja. Muss man, auf jeden Fall. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Also wir haben ja in vergangenen Rennen auch bewiesen, dass wir es können. Also wir müssen jetzt einfach wieder einmal auch wirklich ein Resultat abliefern. Wir haben ja auch in den letzten zwei, drei Rennen gezeigt, dass wir von der Pace her eigentlich immer dabei waren, auch wenn es die Resultate dann nicht gegeben hat. Und ja, deshalb nächstes Mal in Spa müssen wir unbedingt wieder mal abliefern. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es in Spa dann auch bei Team Schweiz weitergeht in Hockenheim. Leute, leider der Ausfall. Die Punkteabstände nach vorne werden natürlich größer. Dennoch, es ist noch lange Zeit. Wir sind im 12. Rennen, haben ja noch ein paar Rennen vor uns. Und gehen wir dann mal weiter an der Stelle. Kommen wir zum Murph und zu Striker. Fangen wir mal mit Striker an. Heute endlich wieder im Ziel angekommen. Kurz vom Mikrofon weg, wenn er fängt mit mir an. Okay, dann fange ich mit dir an. Ja, Murph, bei dir heute, eigentlich sah es gut aus, bis kurz vor Rennende, da lief es dann nicht mehr so. Gab es da bei euch technische Probleme am Auto oder woran lag es? Ja, das war einfach beim letzten Boxenstopp, hat dann die Crew verschlafen, ja, doch die richtigen Reifen raufzustecken. Hat mich dann aber mit roten rausgeschickt und das dann bei der Nässe. Der Wagen war praktisch unfahrbar und dann habe ich den Wagen noch ins Ziel getragen und das war dann heute. Wir haben heute beide Wagen ins Ziel bekommen, das war wichtig. Wir haben wichtige Punkte für die Teammeisterschaft gesammelt, das lag uns heute beide am Herzen, das haben wir geschafft. Von daher können wir froh sein. Ja, wichtige Punkte eingefahren. Ich weiß noch, ob Striker schon wieder das Mikrofon funktioniert, von daher. Ja, doch, ja, ist da. Sehr schön. Ja, Striker, bei dir heute endlich das Rennen wieder beendet. Ist das jetzt der Aufschwung, den SM da an der Stelle braucht? Ja, für mich war heute ganz wichtig, mal wieder Zielflagge zu sehen. Das gibt uns natürlich Aufschwung für die nächsten Rennen. Und wenn es jetzt so weiterläuft wie heute, dann sind wir guter Dinge. Sehr schön, Dankeschön auch. Und wir freuen uns darauf, dass sich SM Racing auch wieder zurückmeldet in der BK Gaming Racing League. Kommen wir zu einem neuen Fahrer. Marcel, bei dir heute das erste richtige Rennen. Hat gut ausgeschaut, am Ende Platz 9, wichtige Punkte geholt. Wie ist es jetzt gewesen im Rennen und wie viel kann man daraus ableiten? Ja, also erster Eindruck war mega. Ich hatte sehr viel Druck natürlich, um überhaupt ins Ziel einzukommen. Und ich denke, ich habe das alles gut gemeistert und werde mich bei den nächsten Rennen natürlich noch mehr bessern und dann mal gucken, welche Plätze ich noch gut machen kann.
Ja, kommen wir dann auch zum nächsten Fahrer, der da vorne dran stand. Dennis, heute mal achter Platz rausgeholt, sogar richtig schöne Fights zwischendrin gehabt. Wie hat sich das für dich heute angefühlt? Also das Feeling, das war einfach bombastisch und ja, ich muss jetzt gucken, dass ich mich weiter ranhalte und mein neuer Teamkollege, der hilft mir dabei auch ziemlich sehr. Also, dass diese Veränderung da ist, hat mir wirklich gut getan. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, auch wie es bei euch weitergeht. Ich würde dann jetzt zu Sandro kommen. Es sah am Anfang des Rennens ganz gut aus, dann kam aber gleich die Überholung von Slow Coach, da war die Tür zu weit offen. Hast du dich da am Anfang nicht wehren können oder war Slow Coach an der Stelle einfach zu stark? Ja, eigentlich beides. Also Slow war auf jeden Fall zu stark. Und ich habe auch natürlich die Tür zu weit aufgelassen. Dann konnte er da leicht reinstechen und dann war ja schon eigentlich. Trotzdem nochmal von hinten nach vorne gekämpft. Gab es schon Kommentare von deinem Rennstall, wie sie deine Leistung heute bewerten? Einen Moment, ich glaube, ihr hört mich. Ja? Ist dann hat Ah, dann ja. ja? Der Rennstall hat mich so eigentlich eher weniger gelobt. Also meint ihr jetzt Smoke? Nein, ich meine einfach aus RS-Sicht, weil ich selbst habe das so empfunden, dass es heute eigentlich eine richtig gute Leistung war, sich von hinten nach vorne wieder durchzufahren und noch den fünften Platz zu holen. Deshalb war die Frage in diese Richtung. Okay. Ja, sie haben mich gelobt. Aber für mich war die Leistung halt nicht, sage ich jetzt mal, befriedigend, weil fünfter Platz geht so. Ich hatte Frontflügelschaden, die eigentlich nicht hätte sein können oder sollen. Und ja, Strategie hat auch nicht gepasst für mich, also. Ja, das passiert. Dennoch, man hat die Pole geholt, man hat ein gutes Rennen abgeliefert. Und klar, der Hunger ist da nach mehr. Und wir sind mal gespannt, wie es dann in Spa auch bei dir weitergeht und bei RS Motorsport. Entschuldigung. An der Stelle. Gerade ein Frosch so ein bisschen im Hals. Kommen wir. Entschuldigung. Langes Rennen, Stimme ist schon ein bisschen angeschlagen. Kommen wir auch zu Mi, da endlich mal wieder eine sehr gute Positionierung. Deine Kollegin ist leider gerade, steht nicht zur Verfügung, aber dich wollten wir fragen, so der Regen an sich hat er euch eher nicht in die Karten gespielt, weil es sah so aus, als ob ihr damit sehr viele Probleme gehabt hättet. Also der Regen war jetzt, ich sag mal so, es war ein neutrales Gebiet für uns. Wir haben ja Gott sei Dank in den Trainings auch so ein bisschen da trainieren können. Es war natürlich eine Umstellung. Man wusste nicht so recht, welcher Reifen passt da jetzt besser. Kann man noch mit dem gelben fahren? Ist der Intermediate besser, der Heavyweight? Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt persönlich nicht die Riesenprobleme damit. Aber heute auch den vierten Platz geholt, kurz vorm Podium. Ist es für dich jetzt auch wieder eine Erleichterung, dass man nicht im unteren Mittelfeld gelandet ist, sondern endlich mal wieder vorne die Musik hat spielen hören? Ich sehe das so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich war natürlich durch einen sehr, sehr dämlichen Fehler von mir selbst am Anfang. Ich bin komplett zurückgefallen, hatte einen Boxenstopp mehr und für mich war es trotzdem noch nicht abgeschrieben. Ich habe versucht, wirklich mich nach vorne zu kämpfen. Deswegen finde ich, ist der vierte Platz das, was ich heute holen konnte und musste. Deswegen sage ich mal so, es ist ein lachendes, ein weinendes Auge. Die Platzierung ist in Ordnung, ist aber nicht das, was ich erreichen wollte. Dennoch Gratulation zu einer richtig guten Leistung. Der Unfall am Anfang, oder nicht Unfall, sondern die Berührung, hat natürlich auch wehgetan, aber am Ende trotzdem vierter Platz. Danke. Ja, kommen wir zu den beiden Fahrern, die heute einen grandiosen Zweikampf hier in die letzten Trockenphase im Rennen gezeigt haben. Donici und Smoke. Ja, Donici, für dich war es natürlich ein Riesenrennen. Du bist am Anfang ein bisschen zurückgefallen, hast die harten Reifen gewählt. Kam der Regen für dich vielleicht auch gerade zum falschen Zeitpunkt? Ah, hallo, ja, schwer zu sagen, der Wagen lief heute, als ob er Olivenöl getankt hatte. Irgendwie hatten massive technische Probleme. Es hat vorn und hinten nicht gepasst. Ansonsten, der Regen war erwartet. Also, das war ganz okay. Aber der Rest drumherum hat einfach nicht gepasst beim Wagen. Der wollte, nachdem ich eine kurze Berührung mit Smoke hatte,
Der wollte einfach nicht mehr. Ich hatte mir dann kurz einen Frontflügelschaden eingehandelt und dann war alles vorbei. Die gelben Reifen haben abgebaut. Ich hatte nicht mehr den entsprechenden Grip und dann ist Smoke leider davongezogen. Ja, mehr ging einfach leider heute nicht. Ja, die Duelle waren aber auch phänomenal. Nach der Parabolika hat Smoke immer die Innenseite gewählt, hat den Position auch hart verteidigt. Was hast du dir da überlegt, dass du da dagegen vorgehen kannst? Das nächste Mal wird's klappen. Wir sehen uns in den USA wieder. Dann werden wir den Fans hoffentlich wieder dasselbe Schauspiel bieten. Sehr schön. Ja, kommen wir noch zu Smoke und danach dann noch zu Lixon. Ja, Smoke, aus deiner Sicht, du hast ja versucht, zum Schluss nochmal so viel rauszuholen, wie es geht. War das Ziel auch tatsächlich dann einfach zu schauen, dass man unter diese 20 Sekunden kommt? Ja, natürlich. Wir wollten natürlich auf eine andere Art und Weise gewinnen, aber wir wussten auch, dass wenn Lixon schnell ist und im Regen sah es eigentlich nicht danach aus, als wenn er da dominieren könnte, wussten wir auf jeden Fall, wenn wir innerhalb des Zeitfensters von 20 Sekunden bleiben, gewinnen wir das Rennen. Ist natürlich nicht unser Wunschkonzert gewesen. Muss auch dabei sagen, der Start verlief auch nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Das Wetter hat uns da letztendlich nicht in die Karten gespielt. Wir waren auf Regen aus. Unser Setup, unsere Strategie war absolut top fürs Regen. Ja gut, der Regen kam leider zu spät und hab dann auch irgendwie zwei, drei Flügelschaden gehabt oder Schäden gehabt, wo ich erstmal gucken muss, wie ist es entstanden. Da ist mit Sicherheit noch kein letztes Wort drüber gesprochen. Das hat mir dann am Ende schon das Rennen gekostet. Ich meine, ich habe direkt vom Start aus versucht, dann auch auf Platz 1 zu kommen, um das Rennen zu kontrollieren. Slow hat natürlich seine Arbeit wieder phänomenal gut gemacht. Ja, und danach hieß es eigentlich nur am Ball bleiben, pushen und sehen, dass man einfach in dieses scheiß Zeitfenster reinkommt. Dennoch, auch die Duelle mit Donici haben wir ja schon angesprochen. Aus deiner Sicht, war es für dich, wie war das für dich? Wie hast du auch diesen Zweikampf wahrgenommen? Naja, Donny ist ein guter Fahrer, gar keine Frage. Und er hat auch eine gute Linie gehabt, er hat eine gute Pace gehabt zu dem Zeitpunkt. Und ich war mir auch nicht sicher, ob wir da noch weiter pushen konnten, denn unser Spritmanagement war auch ziemlich am Ende. Wir haben es eigentlich auch überschritten, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, egal was die Crew sagt, ich fahre auf fett weiter und maximale Leistung und schauen, wo wir bei landen. Und wir hatten eigentlich gehofft, vielleicht kommt dann nochmal der Regen, dass wir dann den Sprit wieder runterschrauben können, Sprit sparen können und dann zu Ende fahren können. Ist dann doch ein kleines bisschen anders gekommen, aber die Zweikämpfe, er hat es super gemacht, gar keine Frage. Es war ein starkes Rennen und Hut ab, also Kompliment. Dankeschön. Ja, Smoke hat das Rennen heute gewonnen, aber es gab einen, der auf der Strecke heute den ersten Platz geholt hatte. Und das ganz schön überraschend, Lixon. Ja, du hast ja auch deine Duelle geführt mit Musculus im Mittelfeld am Anfang, um Platz 3, 4, 2 und da warst du da schon ganz schön tief drin. Wie ist das so als Neuling, wenn man da gleich mit den Spitzenleuten mithalten muss? Es ist ziemlich schwer, da mitzuhalten. Musculus hat super verteidigt. Nachher habe ich dann halt die Chance genutzt und bin vorbeigegangen. Und dann hast du das Rennen auch von vorne dominiert. Du hast ja eine schnelle Runde nach der anderen abgeliefert. Was war heute dein Geheimnis? Mein Geheimnis war am Anfang erstmal die Geduld. Nur als mir dann die Box gesagt hat, dass Smoke dann immer mehr aufgeholt hat, habe ich angefangen zu pushen, versucht meine 20 Sekunden rauszufahren. Hat dann nachher auch geklappt, nur nachher auf trockenen Reifen in der Nässe hat mir dann leider einen Sieg gekostet. Ja, und in der allerletzten Kurve, da war es nochmal ganz schön knapp. Was ist dir da durch den Kopf geschossen? Das Einzige, was ich jetzt da nur gedacht habe, bitte nicht in die Wand, bitte nicht in die Wand, bitte nicht in die Wand. Und dann habe ich das Auto noch so gerade über die Linie geschoben. Ja. Ja, ist das schön. Gratulation trotzdem auch hier zum ersten Platz im Rennen oder auf der Strecke. Im Rennen selbst hat dann natürlich Smoke den ersten Platz sich jetzt geholt aufgrund der fehlenden Trainingseinheiten, aber dennoch hat man gesehen, was du auch leisten kannst und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zukunft und was dann auch in Spa dann so auf uns wartet. Ja, von daher sind wir am Ende angekommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal in Spa. Freut euch darauf. Eure Bega Gaming Racing League mit Tai.